Ja, Hoffnung, die Sollbruchstelle aller Eintracht-Fans. Es hat uns mal wieder erwischt. Wir hatten wieder zu viel Hoffnung. Es ist wieder nach hinten losgegangen. Wie so häufig. Darüber wollen wir heute reden. Herzlich willkommen erstmal zu Eintracht Lebenslang. Ich bin der Tobi. Der Martin ist natürlich auch hier. Grüß Gott. Grüß Gott. Wir nur zum Hintergrund. Wir haben es jetzt hier 10:45 am Dienstagabend. Es ist schon reichlich spät. In Finnland ist schon der nächste Tag angebrochen. Für Kiwi war es leider auch ein bisschen zu spät. Aber wir haben uns Ersatz geholt. Gäste haben wir heute da. Und zwar drei Mitglieder vom Fanclub Berliner Löwen. Dementsprechend auch aus Berlin. Verstärkung aus der Hauptstadt. Und zwar einmal den Martin. Hallo. Hallo, grüß euch. Den Eberhard. Hallo. Hallo. Und den Uli. Hallo. Hallo, guten Tag. Ja, Uli wird uns jetzt ein bisschen was erzählen über euch, weil für uns ist natürlich auch, ich hatte es eben im Vorgespräch gesagt, wir leben alle irgendwie auch außerhalb von Braunschweig, also ich und Kiwi nur direkt vor den Toren. Martin ist jetzt frisch umgezogen, Thomas, der sonst dabei ist, wohnt auch im Ammerland, Jussi ja in Finnland und keiner ist jetzt irgendwie Fanclub organisiert in einem Exil-Fanclub, also der wirklich nicht hier irgendwie vor Ort sonst seinen Hauptsitz hat. Wie habt ihr euch getroffen und was macht ihr so als Fanclub in Berlin? Was macht man so da überhaupt da in der Fremde? Ganz genau. Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung. Das haue ich erstmal ganz schnell nochmal raus, bevor das jetzt hier alles so furchtbar formal wird und so weiter. Berliner Löwen gibt es seit 2008. Und zwar gegründet wurde der Fanclub noch in der Woche nach einem unvergesslichen 3 zu 3 zu Hause gegen den VfB Lübeck. Also eigentlich so in einer Stunde der schwersten Not. Und ursprünglich gegründet von Exil Wolfenbüttlern, würde ich mal in erster Linie sagen. Es waren anfangs erstmal vier Leute zusammen. Unser Präsident Uwe kommt selber auch aus Wolfenbüttel. Der hat das Ganze praktisch angeregt. Und im Laufe der Jahre sind dann eben recht schnell Leute mit dazugekommen. Wir sind aktuell von den Leuten, die jetzt wirklich aktiv dabei sind, die in besseren Zeiten auch mal Reisen gemacht haben, auch viele auswärts gefahren sind und ähnliches, oder jetzt so aktuell so bei den Stammtischen dabei sind, ist das so in dieser Größenordnung so 10, 15 Leute ungefähr. Also ich bewundere gerade eine von den letzten Fahrten, die da nicht mehr stattgefunden hat, die sollte nach Unterhaching sein in der letzten Saison. Da hatten wir, glaube ich, 12 Anmeldungen. Auch die Fahrt nach Meppen zum Saisonabschluss. Also so, das waren, glaube ich, auch so ein Zehnerpack, so ungefähr, was ich da auf die Reise dann machen wollte eigentlich. Also das ist so der Größenumfang ungefähr. Und damit habe ich auch schon ein bisschen angedeutet. Es geht eben, wir haben einen Stammtisch, wir haben lange Zeit hatten wir auch noch so ein Sommerfest gemacht. Wir fahren in erster Linie auswärts, häufiger als zu Heimspielen, was wahrscheinlich auch einfach so mit der relativ günstigen Verkehrslage von Berlin zu tun hat. Weil von der Entfernung her, sagen wir mal, Dresden ist nun mal näher von hier aus als Braunschweig und nach Rostock ungefähr die gleiche Entfernung. Und wenn man nach Poznan rüber nach Polen fährt, ist das auch eine kürzere Strecke, als wenn man nach Hanoi an die Leine fährt. Und ansonsten ab und zu machen wir auch so ein paar Auslandsfahrten. Und ja, sonst noch was? Insgesamt hat Berlin eigentlich so eine ganz interessante, sagen wir mal, Fanclub-Szene. Weil es ja in Berlin, sagen wir, so eine sehr zersplitterte Fan-Community ja insgesamt hat, weil natürlich viele Leute in den letzten Jahrzehnten nach Berlin gezogen sind und dann eben so ihre alten Vereinslieben mitgebracht haben. Wir sind in der Regel, kommen wir, sagen wir mal, wir kommen viele aus Gegend Braunschweig, Regierungsbezirk Braunschweig, Niedersachsen bis runter nach Thüringen. Einen Berliner haben wir auch mit dabei, einen gebürtigen Berliner. Und das ist erstmal so, das sind die Berliner Löwen. Mache ich da erstmal einen Punkt. Ja, sehr schön. Ja. Ihr seid nicht zufällig ich kenne eine Wolterskneipe in Berlin. Da trefft ihr euch nicht zufällig da wo ist denn das, da am Ostbahnhof? Lehmbruckstraße. Da hat einer, das ist wirklich auch der einzige Berliner, den ich kenne, also Braunschweiger, wie aus dem Dorf bei uns, der nach Berlin gezogen ist, auch Eintracht-Fan, und der wirklich tatsächlich wieder zurückgezogen ist irgendwann. Alle anderen, die ich kenne, die nach Berlin gezogen sind, die waren dann verschwunden. Also die sind nie wieder zurückgezogen, sei es Familie oder Freunde oder so. Und der wohnte zufälligerweise genau schräg gegenüber, also schräg über so einer Wolterskneipe, was ein netter Zufall war irgendwie. Konnte nur abends Sechser im Lotto. Sechser im Lotto, ja, wirklich.
Also Wolters trinken wir in der Bar 11 in Kreuzberg. Da haben wir auch vor der Pandemie oder der Wiederaufflammen der Pandemie haben wir diesen fabelhaften Sieg im DFB-Pokal über Hertha geguckt bei den guten Wolters. Das ist in Kreuzberg unsere Kneipe, die jetzt auch wieder aufmacht, wo wir ab und zu mal außen Spiele angucken. Ja, es gibt so ganz wenige so Lokalitäten in Berlin, die auch mal dann Wolters haben. Das sind aber so aus der Restaurants. Da hatten wir auch mal so eine Weihnachtsfeier, da mal eine Köpenicker Straße. Die hatten dann auch mal Wolters gehabt. Ansonsten, wir hatten auch schon mal einen Treffpunkt in der Kneipe, die lange Zeit behauptet hat, dass sie uns Wolters serviert hatten, bis wir irgendwann stutzig wurden und feststellten, das schmeckt ja dann nicht mehr. Ja, also auch das gibt es schon. Ne? Also dass sie dann einfach sagen, welcher Wolters? Klar, haben wir, kein Problem. Nochmal drei große, ne? Genau. Ist nach dem 8. Bier ist aufgefallen, da war es dann auch egal. Die werden das schon wieder. Die kommen wieder. Sehr gut. Ja, ja, mach jetzt eine Frage. Nee, ich habe noch, weil wenn man bei Eintracht, also auf Eintrachts Seite werden ja auch alle Fanclubs, weiß nicht, ob es noch aktuell ist, geführt, aber auf jeden Fall fällt da auch auf, dass es halt euch gibt. Und dann gibt es noch einen anderen Fanclub aus Berlin. Also einfach mal, wie kommt das zustande, dass es da dann zwei Fanclubs gibt? Kennt ihr die anderen untereinander? Irgendwie, die anderen heißen, glaube ich, Eintracht Löwen Berlin. Oh, einfach so, wie ist das? Was ist da der Unterschied, sage ich mal? Und ja, kennt ihr die auch und die euch oder nicht? Ja, klar. Ich schiebe mich hier nochmal ganz kurz nochmal dazwischen hier mit der Antwort. Normalerweise sieht ja leider nicht, ob jemand anderes da jetzt gerade drauf und dran ist, was zu sagen. Wir kennen ihn natürlich. Wir kennen auch viele andere Fanclubs hier in Berlin, auch nicht einfach Eintracht-Fanclubs sind. Ich würde mal sagen, eigentlich ist das die Stammbesatzung dann eigentlich da an dieser Bar 11. Das ist ja in der Wiener Straße, ganz in der Nähe vom Görlitzer Platz, den ja einige vielleicht so aus den Nachrichten kennen. Und das ist eher so ein Club, würde ich mal sagen, die sich offensichtlich eher zum Fußball gucken in der Kneipe treffen. Und eher wohl auch so eine losere Veranstaltung. Also während was bei uns, da bei den Berliner Löwen, eher so ein bisschen wirklich vereinsmäßig organisiert ist mit Mitgliedsbeiträgen und eben auch Fahrten. Also auf Auswärtsfahrten, denke ich mal, da sieht man die Eintracht-Berlin dann nicht so oft, weil sie da möglicherweise da andere Entwürfe haben, ich sag mal, Samstagmorgen vielleicht um 6 Uhr was anderes vorhaben, als irgendwo am Ostbahnhof zu stehen oder am Südkreuz oder sowas, um da irgendwo mit schmalen Augen irgendeinem ICE da entgegenzugucken oder so. Ja gut, das verstehe ich, sag ich mal. Also das macht den Unterschied schon deutlich. Ja, dann müssen wir wohl zum Unvermeidlichen kommen und das letzte Wochenende besprechen. Was? Fußball wurde nicht gespielt, was? Nein, nein. Deswegen habe ich probiert, aufs Bier abzulenken, wisst ihr, weil anders ist es. Kann man nur so ertragen. Ja. Ja, mit großen Hoffnungen reingegangen und zack, nach einer Minute schon wieder den ersten Gegentreffer gefangen. Den zweiten dann gleich direkt kurz hinterher und ich weiß nicht, wie es euch geht, das kann passieren. Also man kann wirklich solche Gegentreffer auch gegen Würzburg fangen, aus dem Standard, aus dem Elfmeter, das ist alles kein Problem. Aber man muss irgendwie reagieren können. Und ich hatte das Gefühl, die können auch ewig spielen. Gerade nachdem Proschwitz da diese sehr, sehr hochkarätige Chance vergeben hat, nach dieser butterweichen Flanke von Kobi, und der nicht in der Lage ist, aus 3 Metern diesen scheiß Ball im Tor unterzubringen, dachte ich mir, ja komm. Ja, also nach dem ersten Tor haben wir eigentlich noch gut reagiert, so. Nach dem zweiten halt dann nicht mehr. Ja. Das war mein Gefühl. Also wir hatten ja schon auch nicht nur das war die größte Chance sicherlich, aber wir hatten ja noch so 2-3 andere Chancen nach dem 0-1, die wir halt alle nicht gemacht haben. Dann fällt das 0-2 durch den Elfmeter und dann hatten wir erstmal, glaube ich, keine. Also ich glaube, damit konnte die Mannschaft nicht umgehen. War so mein Gefühl und ja. Es war wieder mal so eine typische Geschichte. Wir liegen früh zurück, zeigen Moral, haben die Chance durch Prosche in der 6. Ich bin auch der Meinung, der muss er reinmachen. Ja. Dann stürmen wir an. Ich meine, das kann man ja, ein frühes Tor kann man ja vertragen. Aber dann Benny Kessel wieder zu ungestüm, wie gegen Düsseldorf.
dass er sagt, er bleibt stehen, aber sorry, das ist trotzdem ein Elfmeter. Ja. Und ich glaube, dass da das Spiel leider schon gelaufen war, weil davon haben sie sich tatsächlich nicht erholt. Dann sind sie wieder in die alten Fehler gelaufen, also zu hektisch gespielt, zu früh den Ball im Mittelfeld verloren, Missverständnisse. G hat wieder Pässe gespielt, die nicht angekommen sind. Das haben wir häufiger in den letzten Spielen gehabt. Er hat Ideen, die anderen verstehen das nicht. Du hast die Ahnung, sie kommen nicht mal an die Box heran und dann schießen sie schlecht. Standards funktionieren nicht. All das. Und das ist wirklich traurig, wenn man überlegt, mit welchen Ambitionen sie in dieses Spiel gegangen sind. Und ich habe irgendwann dann schon nach 20 Minuten gedacht, um Gottes Willen, das verlieren sie. Ja. Ich muss, also was ich sagen muss, ich glaube, die haben es wirklich versucht, auch dann gerade in der zweiten Halbzeit. Also das hat man, glaube ich, schon gemerkt, aber es ist halt irgendwie das Erschreckende, dass sie es halt selbst gegen einen Gegner, also ich meine zu Hause gegen den abgestiegenen Tabellenletzten ist eigentlich, also leichter geht es realistischerweise im Profifußball eigentlich nicht. Und ja, wir haben es halt nur vereinzelt geschafft, dass sie mal Torchancen bekommen haben. Wir hatten noch das eine Ding von Bär in der zweiten Halbzeit auf jeden Fall. Wo Kobi auch gut vorbereitet, wo er dann aber, wo Bär viel zu weit sich abdrängen lässt, noch viel zu spitzen Winkel dann schießen muss, weil er nicht vorher schießt. Aber wir hatten halt nicht, wir haben es halt nicht geschafft, die dann mal so richtig ein paar Minuten lang Powerplay-mäßig unter Druck zu setzen. So. Was man ja eigentlich machen können muss. Ja. Entschuldigung, die Mitspieler waren es wahrscheinlich nicht mehr gewöhnt, dass Kobylenski wieder mit dabei ist und von dem Pässe kriegen und Vorlagen. Ich fand es einfach, es war so eine, ja, die haben gekämpft, sie waren bemüht, aber das war alles irgendwie unorganisiert. Das waren so Zufallsprodukte und wie es ja eben auch schon gesagt wurde, wenn Puschwitz so eine Chance kriegt, ja, den musste machen. Punkt. Das war immer alles so Stückwerk und Ebert hat es gerade angesprochen mit den Standards, wenn du halt schon spielerisch nicht so stark bist, wenn du die Knipser nicht hast, ich meine, es kommt ja nicht von ungefähr, warum wir nur 30 Tore haben, dann musst du über die Standards kommen. Ja? Und gerade wenn du einen Groß hast, wenn du einen Kobylenski im Team hast, der Gott sei Dank mal wieder gespielt hat, der Kobylenski, meiner Meinung nach, dann musst du halt mehr bei rumkommen. Ja? Und im Endeffekt hast du dann schnell gemerkt, jetzt noch nicht ganz so stark wie jetzt zum Beispiel gegen Aue, fand ich jetzt subjektiv, aber dass natürlich die Nerven geflattert haben. Und ich finde halt auch, die mentale Vorbereitung, dafür ist halt auch ein Trainer da. Ja, und die Mannschaft hat gegen Aue nicht funktioniert auf der Ebene. Die hat auch jetzt gegen Würzburg nicht funktioniert. Und das ist natürlich das, was uns Sandhausen und Osnabrück in der Phase der Saison meilenweit voraus haben. Ja, guckt euch Osnabrück an, liegen zweimal gegen den HSV hinten und knallen die noch 3-2. Gut, was heißt knallen die, aber machen die noch 3-2 weg. Ja, und Sandhausen mit den ganzen Nachholspielen, das ist Moral. Und das ist das, was ich bei unserem Team absolut jetzt in den entscheidenden Spielen vermisst habe. Dabei ist eigentlich Moral unsere Stärke und Mentalität, die haben wir ja gezeigt. Aber es ist ganz typisch, dass wir neben der Nervosität, die dann ein Lasse Stöter zum Beispiel ganz deutlich hatte, ne? Dabei hat er auch noch ein paar ganz gute Spiele gemacht, aber da hast du halt so einen Schwachpunkt gesehen. Das Problem ist halt bei dieser Eintracht, dass sie kein Spiel bestimmen kann. Also Ballbesitz gegen eine defensive Mannschaft, sie ausspielen, sie durchspielen, das hat geklappt, wenn die Mentalität stimmt. Zum Beispiel, nachdem sie gegen Regensburg geführt haben, haben sie sehr gut gespielt und kombiniert. Warum? Weil sie den Rückenwind hatten. Hier standen sie an der Wand, hatten einen Gegner, der gut stand und relativ wenig zugelassen hat. Und dann waren sie halt hektisch einfallslos und haben nicht mal irgendwie einigermaßen sinnvoll kombiniert. Und das ist das Grundproblem dieser Eintracht und deswegen steigt sie ab. Ja. Ja, man hat es ja eigentlich auch noch mal reinwerfen, weil das ja auch schon mal gesagt wurde, ich fand eigentlich nach dem 0-1, ich fand Eintracht hat eigentlich richtig gut reagiert. Das war auch die Phase, in der Poschwitz da dann ja da stand, einer vom Torwart dazu mal angeschlossen hat. Sechste Minute, Das war eigentlich nach Eintracht-Maßstäben, war das eigentlich schon eine richtige Druckphase gewesen. Also das hatten wir noch gar nicht mal so oft in dieser Saison gesehen. Dass dann doch relativ häufig dann auch so Bewegungen Richtung gegnerisches Tor gewesen war, das fand ich eigentlich gar nicht mal so übel. Ich hatte so ein bisschen den Eindruck, dass im Prinzip mit dem 0-2, also erstmal mit dem Elfmeter, mit dem 0-2, da war dann wirklich so richtig der Riss drin. Spätestens als er noch, Würzburg dann noch die eine große Chance hatte, wo er Pesic schon mal toll gehalten hat,
Weil auf einmal, und das hatte ich so vor dem Spiel eigentlich auch nicht erwartet, eigentlich im Prinzip der wichtigste Mann, der uns da gefehlt hat, war einfach, es war Behrendt gewesen. Da merkt man einfach mal, was los ist. Weil man hätte vor dem Spiel, hatte ich so ganz naiv auch gedacht, nee, gegen Würzburg, da muss er angreifen, da ist nicht so schlimm, der soll mal noch seine Muskelverletzung schön auskurieren, dass er Muskelfaser ist, dann ist er dann beim entscheidenden Spiel gegen HSV wieder dabei, eventuell Relegation und so weiter. Aber wie verunsichert da eigentlich auch die Mannschaft war, als sie merkte, dass sie hinten keine Stabilität hat. Weil Würzburg hatte auch nochmal so ein, zwei Situationen, wo sie dann Freistöße hatten und die waren alle saugefährlich gewesen. Die zogen die Dinger da einfach in den Strafraum rein. Da war immer ein Spieler, der wirklich, ich sag mal, der war nicht ein Kopf höher gewesen dann. Also die haben da jedes Kopfballduell gewonnen. Eintracht wusste einfach, die sind hinten so angreifbar und da in dem Moment brach dann das Spiel auch so langsam zusammen. Und das war dann so ungefähr so nach einer Viertelstunde, nach 20 Minuten, weil sie wussten, wir können uns hier abmühen, wie wir wollen. Wir müssen nur einmal einen Ball abgeben. Da muss jetzt wieder eine Flanke bei uns da einfach so mitten in den Strafraum reingesegelt kommen und es gibt eine riesengroße Chance wieder für Würzburg. Und ich fand diese Verunsicherung, die war da richtig greifbar gewesen. Es stand in der Defensive stand es nicht mehr stabil. Und dann passte plötzlich auch nach vorne nichts mehr. Und da hat man, glaube ich, auch vielen Spielern angesehen, die dann auch, dadurch, dass da wirklich so diese Nervosität dann plötzlich dann so um sich griff, ne, die sich auch einmal dann wieder anfingen, sich da fragend anzugucken und so weiter. Also so eine Kettenreaktion war. Ich glaube, das Spiel war vom, auch wenn es vom Ergebnis her ganz, ganz anders war am Ende, aber es war, glaube ich, vom Prinzip, warum es am Ende schlecht für uns ausgegangen ist, vielleicht tatsächlich ein bisschen so ähnlich wie damals das 0-6 in Bielefeld. Das war ein Spiel, wo man vorher denkt, man gewinnt das jetzt, macht damit einen großen Schritt zum Ziel, zum Saisonziel, oder macht es vielleicht quasi vorentscheidend schon ein bisschen klar, und dann geht das Spiel ganz anders, wirst du auf dem falschen Fuß erwischt, geht ganz anders los, als du denkst, und dann kann die Mannschaft damit nicht umgehen. Und damals haben wir uns dann halt abschießen lassen, und diesmal haben wir es dann nicht geschafft, gegen den eigentlich schlechteren Gegner zu Hause das Spiel dann wieder in die Bahn zu bringen. Versteht ihr, wie ich das meine? Also es waren beide mal, wo man vorher denkt, wir gewinnen das jetzt auf jeden Fall, selbstbewusst, wir gehen da raus und machen das, und dann bist du irgendwie dann zu 0-2 zurück und dann scheiße. Und dann hast du halt keinen Plan B quasi. Oder kommst damit einfach nicht zurecht. Und das, noch also, fataler, das hatte ich das Gefühl, ja. Und noch fataler ist, Bielefeld war ja super, super, super motiviert. Da gab es ja diese legendäre Ansprache in der Kabine. Video, ja. Und was ich noch schlimmer fand, wir haben auch unseren Abstieg letztes Mal zur zweiten Liga nicht in Kiel verloren, sondern gegen eine völlig indisponierte Ingolstädter Mannschaft, ja, die eine schlechte Saison hatte. Da ist Kumbele allein aufs Tor zugelaufen und hat den versemmelt. Und dann haben wir gegen grausam schlechte Ingolstädter mit einem katastrophalen Fehler von Fasic haben wir 0-2 verloren. Das gleiche mit Aue. Aue ist super angeschlagen, wie wir gesehen haben, gegen Paderborn. Und gegen diese Luschen verlieren wir in einem grausam schlechten Spiel. 0-2 gegen Paderborn. Die waren recht stark, haben wir 0-0 gerade so gerettet. Und gegen angeschlagene Würzburger, die trotz allem recht limitiert sind, halt auch nur über Standards kommen, leider dann unsere Lücken, dass wir gegen solche, nicht mal gegen solche Mannschaften zu Hause gewinnen. Wir haben mehrere Matchbälle. Hätten wir, wie erwartet, gegen Paderborn, gegen Aue und gegen Würzburg gewonnen, was wir mit Normalform geschafft hätten. In Fürth darf man verlieren, wir hätten auch in Düsseldorf verlieren dürfen. Es ist okay. Dann wären wir jetzt drin geblieben. So, aber ganz kurz, ja, Eberhard, die Frage jetzt gleich mal und ihr immer so in die Runde jetzt von mir, woran liegt das? Ja, ich meine, das Momentum war ja nach dem 4-0 in Osnabrück, das war ja auf unserer Seite. Ja, wir haben Tore geschossen, es lief und dann war dann irgendwie wieder der Wurm drin. Wie du es ja eben sagtest, wir hatten unsere Matchbälle, ja, wenn man überlegt, Heimsieg, Aue, Heimsieg, Würzburg, was ja alles machbare, in Anführungsstrichen, Aufgaben gewesen wären, 6 Punkte, wissen wir alle, wo wir jetzt stehen würden, oder lass es ein Unentschieden und ein Sieg gewesen sein bei 4 Punkten, aber dann so auch ja mental so einzubrechen wieder und in der entscheidenden Saisonphase dann so eine Leistung abzuliefern, das ist, weiß ich nicht, das verstehe ich nicht. Und ganz kurz noch auf Bielefeld, sehe ich ein bisschen anders damals, dieses 0-6, weil da war mit Anpfiff, fand ich, war damals mit dem Stadion auch noch guten Mutes damals, aber mit Anpfiff war eigentlich das Spiel schon verloren, weil die sind über uns hergefallen und es hagelte Tore. So war es jetzt ja gegen Würzburg, wie ihr es ja auch gesagt habt, erstmal nicht. Wir haben ja da noch phasenweise gut reagiert.
Wobei ich sage, halt gut, ein paar Minuten gut reagieren ist jetzt in der Phase bei so einem wichtigen Spiel reicht halt nicht aus. Aber wie gesagt, das sehe ich halt ein bisschen anders, das Spiel gegen Bielefeld. Aber okay, sei es drum. Wir haben uns jetzt in die Situation gebracht und ich kann da nur den Kopf schütteln. Ich verstehe es nicht, warum wir mentalitätsmäßig das jetzt nicht gebracht haben. Ich verstehe auch nicht, warum wir eine Mannschaft, die irgendwo erfolgreich war, immer wieder umgebaut, umgestellt wurde. Jetzt mal abgesehen von Verletzungen, von Sperren, das ist klar, da musst du umstellen. Aber warum jetzt auch wieder die eine oder andere Änderung jetzt gegen Würzburg vorgenommen werden wurde vom Trainer, um es mal konkret zu machen, wenn ich Leute wie Manni und ein G auf der Bank habe, ausgeliehen von Erstligisten, dann in so einem Spiel, dann bringe ich die von Anfang an. Na gut, G hat am Ende die rote Karte gekriegt, als er eingewechselt wurde, sei es drum, aber das ist so Qualität. Also ich finde, in vielen Spielen wurde von uns, wurde von Anfang an, und das muss ich auf den Trainer beziehen, uns Qualität genommen. Dadurch, dass bestimmte Spieler nicht von Anfang an gespielt haben, sei es jetzt ein Kowalenski sehr oft, oder sei es jetzt in dem Spiel ein Manni und ein G. Wenn ich solche Leute habe, dann muss ich die von Anfang an bringen. Gerade auch bei Manni, wo er vor etlichen Wochen gesagt hat, wir haben jetzt extra Reha mit ihm gemacht, haben ihn bewusst rausgenommen, damit er uns in den letzten 6-7 Spiele die Leistung und die Tore liefert. Und ja, ja. In so einem Spiel setze ich ihn auf die Bank, da fasse ich mich vor den Kopf. Also, sorry. Also alle von denen... Bitte, Martin. Achso, ich wollte nur sagen, alle von denen können, glaube ich, immer nicht spielen, weil... Auch Kaufmann und so ist ja auch nicht schlecht und dann einfach, was sind nur ein paar gewisse Anzahl an Plätzen in der Offensive. Aber mit Abdullahi gebe ich dir absolut recht. Meier setzt sich auch in diesen Fan-Talk hin und sagt, er ist mit Abstand unser bester Spieler. Ja. Das ist, sagt Daniel Meier noch im März in diesem Fan-Talk und sagt, wir haben extra, wie was du gerade gesagt hast, extra mit Rea, das extra viel Zeit, damit dann das Schlussphase, was genau wie du es gesagt hast. Und da kann man ja schon fragen, warum sitzt er dann in diesem Spiel auf der Bank? Ich meine, letzte Woche in Düsseldorf hat er ja auch, war dann angeschlagen, aber er konnte ja die Woche voll mittrainieren, also kann er nicht verletzt gewesen sein irgendwie. Und er hat letzte Woche ja auch nicht super schlecht gespielt. Also Ja, habe ich auch kein Verständnis. Also sehe ich nicht bei Abdullahi. Wenn er sich jetzt wieder verletzt, pack ihn doch rein. Du kannst ihn doch im Fall des Falles immer noch auswechseln. Bei 5 Wechseln pro Spiel, da kannst du ihn doch locker dann zur Halbzeit oder zur 30., wenn er sich verletzt, wieder runternehmen. Aber er spielt erstmal. Also das habe ich auch nicht verstanden. Gerade wo Proschwitz im letzten Spiel auch schon so ein Chancentod war. Manni ist natürlich dann auch immer besser, wenn Eintracht im Prinzip wirklich so aus der Deckung herauskommt. Also ich erinnere mich dran, letztes Jahr, als wir abgestiegen sind aus der zweiten Liga, da das Auswärtsspiel war Pauli gewesen, haben wir nur zu Null gespielt. Da ist er ja wirklich, ich sag mal, wie eine Walze ist, der da wirklich dann vorwärts gezogen hat. Wenn Braunschweig gekonnt hat, dann hat er ja auch zweimal einen Pfosten getroffen den Tag. Aber das ist dann eigentlich so sein Spiel. Wahrscheinlich ist dann Meier davon ausgegangen, ja, gegen Würzburg, das wird ein Spiel sein, das in der Würzburger Hälfte stattfindet. Man kann sich ja mal täuschen. Ja, aber es ist jetzt von der ganzen Anlage her, ist das sicherlich nicht eine ideale Voraussetzung für Manni gewesen, der sicherlich seine Stärken, seine Robustheit, diese Körperlichkeit am besten ausspielt, wenn man ihn irgendwo stellt, wenn er den Ball am Fuß hat, damit den Ball losläuft, über 20, 30 Meter unter die Verteidiger abprallen lässt an sich. Ne? Also der hat, wenn ich so auch so zurückdenke, in früheren Zeiten, als er bei Eintracht gewesen war, eigentlich so die Sachen, an die ich mich ja gerne erinnere, das waren immer nur Auswärtsspiele gewesen. Ne? Auch damals, als wir 3-1 in Aue gewonnen haben, ne? Wo er da auch getroffen hatte. Dieses Spiel war Pauli. Das ist dann eher so sein Spiel. Also da kann ich schon fast nachvollziehen, wenn dann so ein Trainer sagt, na, dann nehme ich mal lieber den langen, den man immer hoch anspielen kann, den Proschwitz, und stelle den nach vorne rein, weil ich vielleicht erstmal davon ausgehe, dass Würzburg hinten drin stehen wird, weil die sind gerade abgestiegen, für die geht's um nichts mehr, was sollen die jetzt aufmachen und nach vorne rennen? Also, ich denke mal, das ist da auch so ein bisschen auf den Gegner zugeschnitten. Da wird Manni bei einem Auswärtsspiel in Düsseldorf wahrscheinlich auch besser aussehen als bei einem Heimspiel gegen Würzburg. Ich glaube, es ist alles eine Frage der Statik. Das ist das große Problem. Ich glaube, Meier ist so ein kühler Analytiker. Dem ist die Statik unglaublich wichtig. Deswegen bietet er kaum Groß und Kubilanski zusammen an, weil er weiß, es funktioniert mit den beiden irgendwie nicht. Will dann lieber Groß im Defensiven, weil der defensiv stärker ist, so auf der 8 haben, sagen wir mal, oder auf der 10. Und dann kann der Kobi nicht zusammenkommen. Und weil du fragtest, Martin, vorhin, wie kommt das, dass wir nach dem 4-0 dann so wieder zurückfallen, obwohl wir eine gute Mentalität hatten? Ich glaube, es liegt halt an diesem verdammten Ausfall von Brian Behrendt. Das glaube ich weil auch, ja. Weil die Statik, wie dann auch richtig gesagt wurde, von Uli, die Statik in der Abwehr fehlte. Und wenn man sich überlegt, was für statische oder
statisch wichtige Figuren im Laufe der Saison ausgefallen sind. Kiwi, zweites Saisonspiel gegen Kiel, eine Katastrophe, linke Flanke offen. Benny Kessel scheidet gegen St. Pauli aus, rechte Flanke offen. Beide Flanken offen werden notdürftig besetzt. Immer fallen die Gegner über die Flügel ein. Und wir haben eine katastrophale Hinrunde mit vielen Gegentoren, weil wir die Einfallstore haben. Wiebe ist rechts nicht eingespielt, links macht Klaas ein paar schwache Spiele. Schlüter muss sich da auch erst einfinden. Da sieht man, was Kiwi für eine tolle Saison hat. Er hat immer unauffällig gespielt, weil er keine Fehler gemacht hat. Der hat gefehlt. So, und dann haben Nicolau und Wiebe haben innen gespielt, wo sie auch nicht hingehören, weil sie beide Sechser sind. Und damit hat es vor, hat es im Mittelfeld gefehlt. Und so hat sich eins zum anderen ergeben. Das heißt, ist die Statik, stimmt die? Also Behrendt, Diakité verpflichtet, hast du die Innenverteidigung. Wiebe rechts eingespielt, dann Schlüter so einigermaßen links oder Klaas. Dann steht die Abwehr und sie wurde ja zu Recht gelobt. Dann hast du die Kraft im Mittelfeld mit Nicolau und mit Wüthra, wo sie eigentlich hingehören. Und dann kommen die Spiele und die Siege und die ganz gute Rückrunde. Ja. Dann bricht Behrendt weg und schon passiert es. Schon hast du einen Kessel, der völlig ungestüm ist. Wir haben keine Zuordnung. Bei Standards vom Tabellenletzten, hallo? Das kann doch nicht sein. Die sind ja nicht winzig, die beiden. Das sind ja auch Bretter, aber sie stehen falsch. Und schon macht ein Tabellenletzter zwei völlig unnötige Tore. Das heißt, es ist unglaublich fragil, dieses Konstrukt. Und wenn du ein Hölzchen wegnimmst, dann bricht es weg. Und das ist Meier. Ja, aber es heißt doch jetzt nichts anderes, zwei Komponenten, dass zwei Leute, ich will jetzt nicht das Wort Versagen in den Mund nehmen, aber zwei Leute doch irgendwo den Job nicht ganz zufriedenstellend gemacht haben. Einmal der Sportdirektor mit dem Einkauf, mit Ausleihen. Ich gebe dir vollkommen recht, Eberhard, mit dem, was du gesagt hast. Kiwi hat sich ja leider erstens sehr schwer verletzt und zweitens auch noch sehr früh in der Saison. Da muss ich doch in der Winterpause handeln. Weil ich sehe bis heute den Linksverteidigerposition bei uns als absolute Achillesferse. Wenn man sich mal durch die Aufstellungen klickt, da ist dann mal ein Klaas, da ist dann mal ein Schlüter, zum Schluss mehr jetzt ein Schlüter, weil Klaas ja auch aus Gründen ausfällt. Aber für mich haben die beide, es tut mir leid, jetzt kein Zweitliga-Format. Ja, das sind sicherlich irgendwo, du musst ja gucken, bei Klaas, der kam aus der Regionalliga, ist auch noch relativ jung, weil Lasse Schlüter, muss man sagen, der hat ja eigentlich auch in der dritten Liga letzte Saison so gar nicht gespielt. Ja, und es ist ja auch gar nichts Schlimmes, dass man sagt, okay, das ist ein guter Drittligaspieler, aber zweite Liga, das ist ein bisschen, ja, da ist er ein bisschen mit überfordert. Da muss ich doch als Sportdirektor das sehen und diese Achillesferse irgendwie stopfen. So, das zum einen. Zum anderen gebe ich dir recht, Statik auch, natürlich, das spielt er ja mit rein. Hätte man dann auch noch mal gucken müssen, es ist ja, wenn du mal schaust, Broschwitz ist ja auch ähnliche Situation. Dritte Liga, letzte Saison, das war eigentlich bei vielen Fans, war als Chancentod verschrien, hat auch nicht so viel, wenn ich das noch richtig erinnere, gespielt und soll jetzt in der zweiten Liga der Heilsbringer sein, als der Mann, der vorne angespielt werden soll und immer wieder von Meier im 4-2-3-1 vorne gebracht wurde. Ja, und jetzt im Endeffekt hast du 30 Tore, und Poschwitz hat 7 Buden gemacht, ich glaube, Kubilenski 4, Kaufmann 5, sowas, so pendelt sich das ein. Und das sind halt so zwei Positionen, wo ich sage, wo dann spätestens in der Winterpause gepennt wurde. Linksverteidiger und vorne jemand in der Box hätten noch zusätzlich, hinterher ist man immer schlauer, das weiß ich, aber jetzt am 33. Spieltag, am 30. Spieltag, 33. Spieltag, muss man so sagen, diese zwei Positionen hätten noch zusätzlich in der Winterpause mitbesetzt werden müssen. Ja, und da reicht es mir auch nicht aus, wenn jetzt ein Vollmann sich hinstellt und sagt, ja, Guido Burgstaller, da habe ich mal angerufen, der wollte viel Gehalt. Ja gut, das hätte ich dem Peter Vollmann jetzt vorher schon sagen können, bei dem hätte er jetzt nicht anrufen müssen, der kam von Schalke, der Burgstaller, und bei Schalke kriegt jeder Spielervater ein Lamborghini, egal ob der spielt oder nicht. Aber dazu muss ich jetzt nicht Sportdirektor sein. Jetzt ganz ehrlich. Also wenn das Einzige, was mir einfällt, ein Burgstaller ist, den ich anrufe, sondern da müssen kreative Lösungen her. Ich weiß, wir sind klamm.
wir haben keine Kohle, das ist alles bekannt und ich sage ja auch nicht, dass wir jetzt sonst wen holen sollen, aber dann muss man auch nochmal vielleicht über eine Leihe gehen, Kontakte spielen lassen, vielleicht gucken, zweite Mannschaften in der dritten Liga, was weiß ich, aber da nochmal jemanden holen oder vielleicht dennoch den einen oder anderen Spieler, den man auch hat, Stichwort vielleicht ein Jari Otto, vielleicht mal ein bisschen mehr stärken, auch mal ein bisschen mehr reinwerfen, ja, aber um es jetzt mal zum Abschluss zu bringen, das sind zwei Positionen, die aus meiner Sicht jetzt, auch wenn wir Diakité und Behrens verpflichtet haben, was super Verpflichtungen waren, und leider G hat nicht so viel gespielt, aber er hat es in Ansätzen gezeigt, aber vorne in der Box und hinten Linksverteidiger, das hat uns meines Erachtens somit den Klassenerhalt gekostet, dass wir da qualitativ absolut nicht richtig besetzt waren. Man muss ja auch mal sagen, wir hätten auf Linksverteidiger auch, also die Verletzung von Kiewski war am zweiten Spieltag und das Transferfenster hatte bis Oktober offen wegen Corona. Also richtig, man hätte sogar noch nicht erst im Winter, man hätte sogar schon im September quasi hätte man noch jemanden verpflichten können. Also ja, und wie gesagt, wir sind wieder beim Thema, was wir hier auch schon mehrfach angesprochen hatten. Wir haben keine Scouting-Abteilung mehr und du kannst halt auch keine kreativen Lösungen finden, wenn du keinen Mechanismus hast, um Spieler zu finden. In dem Sinne, weil wie, klar ruft er dann Burgstaller an oder ist dann angewiesen auf Spieler, die bei Bundesligisten aussortiert werden oder wie Diakité, die man da irgendwie zum Probetraining bekommt. Weil wie sollst du einen guten Spieler aus Liga 3 oder so, also brauchst halt dann irgendwie so ein Netzwerk oder so, klar. Aber vor allem du brauchst halt, also da, um auf die zu kommen, aber es wäre sinnvoller, wenn du Spieler findest, aktiv, nach denen suchst und die findest. Und das machen wir halt nicht. Wir haben uns dagegen entschieden, so zu arbeiten. Und so kannst du halt, so musst du halt überbezahlen für einen Kader am Ende. Also wirst du letzten Endes bei teuren Lösungen landen. Das war ja unsere hauptsächliche Transferpolitik. Man kann mir halt nicht erzählen, dass Spieler wie Felix Groß, Brian Behrendt, Fabio Kaufmann, den man als Topscorer von einem mit aufgestiegenen Drittligisten geholt hat. Also das sind ja alles keine billigen Spieler am Ende. Nicolaou auch. Das ist ja nicht schlimm, das sind eigentlich alles gute Spieler, aber ja. Du kannst halt, wenn du endliche Mittel hast, musst du halt eigentlich auch gucken, dass du dann lieber ein bisschen Geld halt vernünftig in eine Scouting-Abteilung oder so steckst und dafür halt gleich gute Spieler zu weniger Geld kriegst. Was langfristig halt nachhaltiger und sinnvoller ist. Aber wenn du halt so nicht arbeitest und hast jetzt halt auch das Problem, weil diese namhafteren, teureren Spieler sind dann halt auch die sagen, nee, meinen Vertrag unterschreibe ich nur, wenn der für die dritte Liga gelten sollte. Und das könnte jetzt auch wieder problematisch werden, sage ich mal. Du kannst halt nicht erst aktiv werden, wenn Spieler, wie jetzt bei Kiwi, wenn Spieler ein halbes Jahr ausfällt oder komplette Saison, sondern du musst halt, wie du es ja richtigerweise gesagt hast, ja, Netzwerk und Scouting-Abteilung haben, du musst immer up-to-date sein, du musst mit den Spielerberatern im Austausch sein, du musst immer, finde ich, für jede Position, die du hast, musst du Plan B, C und D in der Tasche irgendwo haben, im lockeren Austausch sein, wer ist gerade frei, wie können wir eventuell was gestalten, weil so natürlich gerätst du immer ins Hintertreffen, ja, und jetzt muss man sich halt die Frage stellen, es sieht halt danach aus, nach menschlichem Ermessen, wir gehen in die dritte Liga, was das heißt, das haben wir ja halt 2 Jahre jetzt auch erleben können und jetzt gerade noch durch die Pandemie wissen wir alle ächzen und krächzen, alle Vereine, da haben wir halt jetzt irgendwo an der falschen Stelle gespart. Ja? Wenn man dann nochmal im Winter oder damals ja noch im Sommer, du hast es ja richtig erwähnt, das Transferfenster war ja noch bis Oktober auf, da nochmal Geld in die Hand genommen hätte und hätte sich da nochmal aufgerüstet, um den Klassenerhalt zu sichern. Natürlich ist das keine Garantie. Das sagt ja mal ein süddeutscher Fußballfunktionär, Fußball ist keine Mathematik. Da hat er recht gehabt. Aber die Chancen wären halt höher gewesen. Ja, wenn du keine Tore vorne machst, eine Binse, kannst du halt irgendwo keine Spiele gewinnen. Das ist zwar schön, dass wir jetzt oftmals zu Null gespielt haben, aber für den Unentschieden gibt es einen Punkt. Und mit 30 Toren am Ende steigst du halt ab. Und in die Zweitligasaison letztes Mal sind wir abgestiegen, weil wir so wahnsinnig viele Unentschieden hatten. Das war mir das stimmt, Problem. Ja. Und es ist nicht originell, immer die Torjägerliste von der dritten Liga oder von der zweiten Liga abzugehen und von oben runter zu telefonieren und zufällig dann einen Kaufmann, einen Pourier, einen Buschwitz, einen Hofmann und sonst wen zu holen, die ganz viele Tore gemacht hatten und einfach die anderen zu überbieten. Natürlich hat man deswegen Fabio Kaufmann bekommen, der wahnsinnig
getroffen hatte bei Würzburg. Das ist nicht originell. Originell ist ein Marmusch zu entdecken. Deswegen ist auch St. Pauli in der Rückrunde so wahnsinnig hoch neben Burgstaller, den sie natürlich sich auch leisten konnten. Aber sie haben dann auch am Trainer festgehalten, aber sie haben halt klug gescoutet und das ist ein Mann, den keiner kannte von Wolfsburg 2, haben die dann eben mal geholt. Das machen wir nicht. Weil wir nicht scouten. Ich bin da vollkommen bei dir, Martin. Das geht natürlich nicht, dass wir keine Scouting-Abteilung haben. Es geht gar nicht. Also, ich kann euch übrigens schon mal. Bitte? Ja. Ich wollte euch übrigens schon mal vorwarnen, ich glaube, von John Verhoek von Hansa Rostock, der Vertrag läuft aus, der hat jetzt 12 Tore gemacht in der dritten Liga. Oh, und da wird er angerufen. Wenn die nicht mit hochnehmen, die zweite Liga, dann sehe ich schon kommen, wenn wir nicht als Stürmer haben. Da kommt Peters Anruf und der bietet dann noch ein paar Scheinchen. Genau, ja. Wahrscheinlich. Du musst es ja auch von der wirtschaftlichen Seite mal so ein bisschen sehen. Und jetzt frage ich euch mal, euch alten Hasen. Ihr habt ja immer eure Datenbanken dabei. Wann haben wir mit Eintracht Braunschweig mal mit einem Spieler, den wir verkauft haben, mal richtig Kasse gemacht? Sprich, günstig irgendwo eingekauft oder ablösefrei gekriegt, den keiner auf der Rechnung hatte, so ein Spieler wie Eberhard gerade erwähnt. Hernandez, ohne Hernandez zum Beispiel. Der wirklich eingeschlagen hat und ja, aber wo die Kasse richtig klingelte. So, Berggren. Das ist ja auch Berggren und Holtmann. Berggren und Holtmann. Und Hernandez. Jetzt haut er mir die Namen schon um die Ohren. Ich dachte, das ist mal so 10 Sekunden Pause und ihr überlegt. Ja. Berggren war super vom Schotten. Berggren war verletzt, der ist ja ständig verletzt, hat kaum gespielt, hat viele Tore gemacht, war wieder verletzt und hat ihn für 3 Mille verkauft an Mainz. Fand ich super vom Schotten. Die zweite Geschichte war, Holtmann verlängert den Vertrag und geht dann weg. Geiler Spieler, hat auch nochmal Kohle gebracht wegen Vertragsverlängerung. Und es sind aber auch die einzigen beiden Beispiele, die mir einfallen. Ich wollte gerade sagen, ganz kurz, ich will nochmal Hernandez in die Runde schmeißen, ne? Der von den habe ich ja auch schon. Der war bestimmt auch nicht teuer, und mal irgendwie 2 Millionen nach England gegangen ist, dort dann ja im Championship da. Nur ein bisschen schade, wie sie das Geld dann reinvestiert haben. So Tim Gager und Bulut, ja, hätte man vielleicht auch. Ja, Bulut war der Ersatz, ne? Der direkte Ersatz. Der war natürlich bombengut gewesen. Den Hernandez hat Thorsten Lieberknecht in einem Spiel bei Wolfsburg 2 gesehen oder auch nur eine Halbzeit und hat ihn verpflichtet. Wenn er gleich gesehen hat, der kann was. Ja. Er war ja auch vor den Toren von Bremen und hat einen jungen, gebürtigen Marokkaner entdeckt, in Berlin geboren. Ja. Und der heißt Karim Bellarabi, den hat er dann für die A-Jugend geholt und der hat eine Bombenkarriere gemacht, weil Thorsten das Auge hatte. Dann haben wir doch eigentlich gerade hier schon die Lösung unseres Problems, auch bei einer Scouting-Abteilung unter Leitung von Thorsten Lieberknecht. Also das ist ja dann eigentlich dann die Antwort unserer Probleme für die Zukunft. Ja, das Auge hat halt nicht jeder. Der Vollmann ist halt ein alter Drittliga-Hase. Der hat auch mal zu Scouting was gesagt, nach dem Motto, naja, er hält halt von Datenbanken nicht so viel er ist halt der Meinung, dass das sowas Abstraktes ist und dass man eigentlich immer vor Ort sein müsste. Er versteht es nicht. Schwierig. Das ist ja alles Blödsinn. Du kannst doch im Datensatz, machst du eine Auswahl und die 2, 3, 4, die du europaweit scoutest, die guckst du dir dann natürlich persönlich an, ob sie reinpassen, in die Eintracht-Familie Händchen halten, bababa. Aber so arbeitet doch jeder. Und das ist auch nicht teuer, man muss halt nur ein bisschen kreativ sein. Das fehlt und deswegen sind wir halt wirklich oldschool und das ist sehr traurig. Unser Kiwi und unser Jussi, die freuen sich gerade, die springen gerade. Erstmal wegen dem Datenscouting, Jussi. Und Kiwi hatte es letztes Jahr im Sommer so oft gesagt, dass wir für links Ersatz brauchen. Da war Kiwi, also Kiewski, noch nicht verletzt. Er meinte ja schon, wir brauchen dringend links Ersatz. Wir sind da zu schwach besetzt. Und dann passierte diese Verletzung. Also wenn wir das schon gesehen haben, warum haben die im Verein das nicht gesehen? Und wir haben mal 1000 zentrale Mittelfeldspieler verpflichtet und auf der Außenverteidigerposition nicht. Und das muss halt auch sagen, man kann Klaas und Schlüter, was ihr auch schon mal, keinen großen Vorwurf machen. Klaas kam als Innenverteidiger von Rot-Weiß Oberhausen aus der Regionalliga und Schlüter haben wir damals halt aus Cottbus geholt, als die abgestiegen sind, der bei Energie Cottbus in der dritten Liga gespielt. Da kannst du einfach auch nicht die Erwartung dran stellen, dass die gute Zweitligaspieler sind. Sind sie ja auch nicht, aber wie gesagt, ja, also die Position war schon vor der Verletzung eigentlich, das war halt genau die Position, wo sich Kiewski nicht, also wo sich der Stammspieler nicht verletzen darf und ja, da sind wir wieder beim Thema von einer Viertelstunde, aber das war halt, hat uns diese Saison sehr geschadet.
dass ich man glaub, da halt Meier nur ist einfach Spiele. Jemand, ja. Meier ist einfach jemand, der nicht so gerne über Außen spielt. Er hat die Außenposition generell vernachlässigt. Er hat sie dann entdeckt, jetzt zum Beispiel in Düsseldorf mit Bär und Kaufmann, weil die halt wirklich Power machen auf links und rechts. Aber er lässt lieber über das Zentrum spielen. Er will das Zentrum stärken. Die Bälle kommen hoch im Zentrum, wo sie Proschwitz vorne festmachen soll, was meistens nicht klappt. Deswegen verlieren wir auch immer den Ball. Er findet den Ball wie Ben Bala ganz toll, der halt immer im Zentrum die Bälle stiehlt und dann, naja, gehen sie halt verloren meistens. Aber es ist immer Zentrum, Zentrum. Als wir richtig gut waren, in der dritten Liga aufgestiegen, mit Thorsten, zweite Liga aufgestiegen, in die erste, da lief es ganz anders. Da hatte Krupke im Mittelfeld den Ball, rechts auf Bellarabi. Bellarabi 1:1, reingeflankt, Kumbela hält den Fuß rein, Tor. Da ging der immer über rechts und links ist da auch, da ist auch Kessel gelaufen oder auch der Olle Ken Reichel. Da sind wir ganz häufig über die Außen gekommen, haben Spiel breit gemacht. Meier geht durchs Zentrum. Er hat generell kein besonderes großes Interesse an den Außenpositionen. Und das war dann der Grund, weswegen das Einfallstore waren für ganz viele Gegner, die dann halt die Schwachstelle gefunden haben. Das war an den Anfangsspielen Liebe, als er noch rechts nicht so eingespielt war. Und das war häufig links, weil Kiwi weg war. Und die lesen ja auch unsere Schwächen. Und das war halt eine Einladung. Das ist ein Trainerfehler. Am Anfang hattest du ja auch noch Schulz und Siegele da hinten drin. Oh, Gottes Willen. Ne? Gottes Willen. Noch... Wobei Schulz jetzt in der dritten Liga bei Viktoria Köln wieder richtig gut spielt. Also ich der kommt ja jetzt zurück. Ich kann mir vorstellen, dass der nächstes Jahr Stammspieler bei uns ist und das auch vielleicht gar nicht so schlecht in der dritten Liga. Also ist halt nur die Frage, ob das in der zweiten Liga nochmal wäre. Aber in der dritten Liga vielleicht sogar ein gar nicht so schlechter Stammspieler nächstes Jahr. Ja, also ich kriege das hier mit. Ich hatte ich vorhin vergessen zu sagen, ich wohne jetzt seit ein paar Jahren vor dir abgeschoben aus Berlin, Richtung Westen. Ich wohne in Niederkassel am Rhein, hier bei Köln. Und da kriege ich das schon mit von Viktoria Köln. Ab und an gucke ich mal so drauf, ja, der Stammspieler, der blüht da richtig auf. Ist die Frage, ja, hätten wir den jetzt unbedingt verleihen müssen? Er hat gewackelt, er hat nicht so performt, ist richtig. Aber vielleicht lag es auch ein bisschen daran, das war damals ja zum Anfang, wo ein Behrendt noch nicht da war, wo ein Diakité noch nicht da war. Vielleicht mit den beiden an seiner Seite und, sag ich mal, in die Hand genommen, hätte er sich vielleicht stabilisieren können. Hätte, weiß man nicht. Ja, aber wie gesagt, was wir da jetzt hinten drin hatten, jetzt auch gerade die letzten zwei Spiele, um da nochmal kurz drauf zurückzukommen, Kessel wurde ja auch gesagt, hat ja auch beide Spiele Kickernote 5 bekommen, glatt gegen Düsseldorf und auch gegen Würzburg. Und Schlüter, wie gesagt, haben wir auch alles zugesagt. Und wenn du dann da zwei da hinten drin hast, ja, die dann halt so wackeln in der Phase, ist halt ja, mehr als schlecht. Und wenn ich jetzt so, wie gesagt, ich habe heute mal so ein bisschen durchgescrollt hier, also immer wechselnde Aufstellungen, wechselnde Systeme. Und das ist natürlich bei einer Mannschaft, die aufsteigt in die zweite Liga, die qualitativ natürlich nicht ganz so gut besetzt sein kann, meine Meinung, ist das halt tödlich, ne? Wenn du nie irgendwie eine eingespielte Elf hinkriegst. Ne? Am Anfang sage ich noch, okay, klar, viele Neuzugänge, neuer Trainer, da braucht man erstmal ein paar Spiele, war ja auch unter anderem das Experiment in Dornebusch. Aber du musst natürlich dann irgendwann mal dazu kommen, dass du da mal irgendwo eine Stammelf mal entwickelst. Und die Leute sich einspielen können, ja. Also ich fand das sehr bezeichnend bei Sandhausen, wo die jetzt angefangen haben, gegen Hamburg ihre Nachholspiele anzutreten, die wir ja eigentlich alle gar nicht mehr, behaupte ich mal, so auf dem Zettel hatten, die Sandhäuser, weil wir alle gesagt haben, die haben so starke Gegner, so viele Nachholspiele, von denen kommt nichts mehr, wenn, dann müssen wir auf Osnabrück aufpassen. Und dann hat der Trainer ganz klar gesagt, mir ist die Belastung vollkommen egal, ich stelle jedes Mal meine beste Elf, die gleiche Elf auf, ja, und dann hauen wir alles rein, all in, und dann gucken wir mal, wie weit wir kommen. Und Stand heute, muss man sagen, die sind ganz gut weit gekommen. Und wir mit unseren ganzen Umstellungen immer wieder, wie gesagt, eine Zweitmannschaft, zweite Ligamannschaft, die um den Klassenerhalt spielt, ist nicht Bayern München oder so, wo du in jedem Spiel diese ganzen Wechsel hier vollziehen kannst und mit anderen taktischen Vorgaben hier operieren kannst, meine Meinung. Ich finde, es hätte mehr Sicherheit gegeben, mal wirklich so ein bisschen Ruhe da reinzubringen und so ein bisschen, das ist ja dann auch wieder darauf bezogen, was vorhin gesagt wurde, Stabilität, ja, und Statik. Das kriegst du ja nicht rein, wenn du immer wieder mit wechselndem Personal spielst. Die können sich ja gar nicht einspielen. Ich glaube, dass
Meier so ein Trainer ist, der das Ganze als spannendes Projekt sieht. Deswegen ist er auch emotional eher distanziert. Er will halt immer versuchen, das Beste, und dann analysiert er ohne Ende, was sein könnte. Und dann analysiert er, dass es vielleicht nicht gut immer die gleichen Leute, sondern auch wegen Belastungssteuerung und dann auch auf den Gegner einstellen. Und er spielt ja halt dann auch anders, wenn die Mannschaft mit dem Ball spielt, quasi Ballbesitz hat. Oder wenn sie gegen den Ball spielt, gegen starke Gegner, dann hat er auch mal Dreier- oder Fünferkette, was dann auch nicht immer funktioniert. Solche Geschichten. Das heißt, er ist da einfach super kühl analytisch. Und das Feuer, was zu Recht vermisst wird, das bringt er gar nicht, weil er das gar nicht hat. Für ihn ist es ein Projekt, und das Projekt zieht er durch, in seiner Art Fußball zu gucken. Und das heißt, ich bringe meiner Mannschaft Ballbesitzfußball bei. Das war ja sein Credo, mit dem er angetreten ist. Das kann man meiner Meinung nach in Braunschweig nicht, weil wir immer über Mentalität, Kampf, Moral, Leidenschaft gekommen sind und Trainer, die das vorgelebt haben, allen voran Totte, aber auch anderen. Und deswegen ist jetzt, glaube ich, die Chance vorbei, dass Meier sich beweisen kann. Es ist seine Art, Fußball zu sehen, aber er ist da zu weit weg von der Mannschaft. Und deswegen steigen wir auf. Ganz kurz nochmal zurück auf diese eine Geschichte, jetzt, ob es besser ist, da falsch mit einer Mannschaft das im Blick zu ziehen oder das bei Bedarf dann mal zu wechseln. Mhm. Das war ja gerade in unserer Aufstiegssaison letztes Jahr. Ja. War das ja so ganz kurios gewesen, weil das, im Prinzip, das waren ja 5, 6 englische Wochen hintereinander gewesen. Braunschweig bekanntermaßen hat da ja eine Samstags- und eine Mittwochsmannschaft gehabt. Wir sind ja wirklich mit völlig unterschiedlichen Kadern aufgetreten. Aber auch so über diese, wenn man sich damals die ganze dritte Liga angesehen hat, hat man dann irgendwann nochmal die durchgezählt, dann auch mal, wer hat denn wie viel in welcher Mannschaft gewechselt, wie viele Punkte haben die geholt. Das waren komischerweise, waren es am Ende die erfolgreichsten Mannschaften aus dieser, sagen wir, Geisterspielphase, da Corona bedingt am Ende der Saison, die entweder gar nicht gewechselt haben oder die massiv gewechselt haben. Die Mannschaften, die irgendwie sagten, ich nehme mal so jedes Spiel mal so 3, 4 Leute raus und tausche die aus, das sind die Vereine, die sind gar nicht gut damit gefahren. Zum Beispiel als Unterhaching zum Beispiel noch oben dann in der Tabelle stand, als nachdem es dann nach der Unterbrechung dann wieder losging, die sind ja auch so langsam dann durchgereicht worden. Und auch Waldhof ist da so ein bisschen so nach hinten gerutscht. Ne? Aber das ist so, was Meier da dann zuletzt gemacht hat, das erinnert eben an diese, sagen wir mal, Verfahrensweise, die letztes Jahr in der dritten Liga zum Beispiel überhaupt nicht funktioniert hat. Einfach so jedes Spiel mal so 3, 4 Leute rausnehmen. Man muss aber auch sagen, von den Mannschaften, die dann abgeschmiert sind, hatten einige auch sehr dünne Kader und dann Verletzungsprobleme, also Duisburg und Mannheim zum Beispiel. Also das kam ja bei denen auch zu, die waren ja nicht alle Wechsel immer freiwillig und so weiter. Also das muss man ja auch betrachten. Aber wie gesagt, also wir sind ja damit, also Antwerpen ist damit ja sehr gut gefahren, dass er da halt diesen, wie gesagt, diesen Mittwochs- und diesen Samstagskader quasi hatte. Muss aber auch sagen, wir hatten das Glück, dass wir den breitesten Kader der Liga wahrscheinlich hatten, weil Peter Vollmann es nicht geschafft hat, im Winter Spieler loszuwerden, die er loswerden wollte. Und das war dann auf einmal ein sehr großer Glücksfall für uns, was man halt auch noch nicht ahnen konnte, aber ja. Wenn man jetzt auf diese Saison, ist halt, also finde ich immer schwierig zu verallgemeinern in dem Sinne, weil ich finde schon, dass es Sinn machen kann, in Düsseldorf eine andere Mannschaft aufs Feld zu schicken als zu Hause gegen Würzburg, unter gewissen Umständen, wenn man davon ausgeht, dass die eh alle mehr oder weniger eingespielt sind und wenn man halt sagt, man muss da anders auftreten, aber wie gesagt, man kann halt auch sagen, er hat es 1000 Mal mit einer Dreierkette versucht und es hat irgendwie nie geklappt. Dann kann man auch irgendwann mal sagen, dann spielen wir jetzt halt immer Viererkette, egal gegen wen. Also ich finde, keine Ahnung, ich finde es schwierig von außen manchmal auch zu beurteilen, weil, ja, wie gesagt, auch gerade wenn es nicht läuft wie bei uns, dann fordere ich auch, dass Veränderungen kommen und dass man nicht auf Teufel komm raus versucht, eine eingespielte Mannschaft zu haben. Und wenn die eingespielte Mannschaft einfach nicht gut genug ist, dann bringt es einem auch nichts. Und dann kann ich das schon irgendwo, weiß nicht, nachvollziehen. Dass man da zumindest versucht, nochmal personell ein bisschen was zu wechseln, gerade jetzt in der Rückrunde, wo man nach den Verpflichtungen von G vorne und hinten, Diakite und Behrendt, die dann mit Nicolau und Fiedra quasi das Mittelfeld indirekt bereichert haben an Spielern, dass man da quasi mehr Optionen hatte. Also kann halt eben auch was Gutes sein. Ist halt, ja. Würde mich mal interessieren, wenn man da einen Spieler fragen würde von uns, ob was die meinen, ob zu viel gewechselt wurde, ob das besser gewesen wäre, wenn man eine erste Elf gehabt hätte, oder weil
vielleicht sagen die dann auch wieder, nee, das hat uns total verunsichert, dass da irgendwie jetzt immer wieder so viel gewechselt wurde, mehr oder weniger. Weiß ich nicht. Ich kann vorstellen, dass das stimmt, aber ich bin mir nicht sicher. Das würde ich dann nur sagen. Ich glaube, das ist nicht so schlimm, wenn du vorne wechselst, wenn das Korsett stimmt, passt, von dem wir jetzt die ganze Zeit geredet haben. Wenn du hinten Diakité, Behrend, davor Nicolaou und Wydra und davor Kroos hast, diese fünf, da haben wir unsere besten Spiele gemacht. Wenn die irgendwie eingespielt zusammenbleiben, dann kannst du rundrum, kannst du dann auch mal die Spieler austauschen. Ich glaube, das ist dann nicht so ein großes Problem wie diese vier oder fünf, die wirklich, also gerade Nicolaou und Wydra auf der Sechs, die haben ja auch enorm für defensive Stabilität gesorgt. Was die alleine da schon abgefangen haben im Sechserbereich, was gar nicht erst auf die Abwehr zugekommen ist. Das hat die hinten natürlich auch enorm entlastet. Und wenn das jetzt natürlich alles wegen einem Spieler zusammenfällt, weil irgendwie, ja, Kessel in der Innenverteidigung ist nicht der Hit und die zweite Option war dann immer Nicolaou wieder nach hinten zu ziehen, der dann wieder auf der Sechs fehlt. Also, ja. Hat aber, wäre glaube ich besser gewesen, das von Anfang an zu machen, rückblickend jetzt die letzten Spiele. Also, keine Ahnung, ich glaube, da hätte ich lieber Nicolaou und Diakité in der Innenverteidigung gehabt. Da hätte halt Wydra oder, gut, der war jetzt nicht fit gegen Würzburg, aber irgendwie anders noch mit auf die 6 und dann vielleicht hätte das dann wieder ein bisschen besser, auch wenn es in der Hinrunde insgesamt nicht gut geklappt hat, aber da hätte man zumindest Wydra nicht ja für Innenverteidigung haben, das hätte Diakité gehabt und rückblickend, so wie ich gerade jetzt gegen Würzburg, der Elfmeter von Kessel, da kann eine so eine Aktion, kann dir dann eben halt alles kaputt machen, ne? Und da ist halt in der Innenverteidigung die Sache. Wenn du als Stürmer eine schlechte Szene hast, dann vergibst du vielleicht mal eine Torchance oder versammelst oder versiebst einen Angriff oder so, aber hinten in der Defensive ein Fehler kann halt bedeuten, dass du ein Gegentor bekommst und das in dem Fall hat das Gegentor jetzt das zweite gegen Würzburg ja uns komplett aus dem Konzept gebracht. Und das ist halt das Ding, da musst du halt dann gucken, dass du da dann auf so einer Position am besten jemanden hast, der so einen Fehler nicht macht. Und ich glaube, das hätte Nicolaou, wäre das halt nicht passiert. Ich glaube, einen großen Punkt, den ich Meier ankreide, ist, weil wir jetzt ja vom Personal ja auch viel sprechen, richtigerweise, und austauschen und umtauschen. Also ich glaube, ein Punkt ganz großer war und ist, dass er es nicht geschafft hat, Kobylanski in dieses Team zu integrieren, beziehungsweise um Kobylanski herum eine Mannschaft zu formen. Ja, es war ja am Anfang der Saison, es wurde sich ja viel Zeit gelassen mit der Wahl des Kapitäns, da hat er den Kobylanski, wenn ich das richtig erinnere, ja, bestimmt. Und hat das aber erstmal so auf Bewährung gemacht, hat erstmal gewartet, bis Transferfenster zu war, bis dann die Mannschaft komplett war und dann hat man ihn aber bestätigt. Und ich fand es sehr problematisch, dass er dann so um den, glaube 20., 21. Spieltag war dann Kobylanski ja mehr oder weniger rausgenommen und dann kam er ja nur noch mal so sporadisch zum Einsatz. Gut, er war zwischenzeitlich auch mal verletzt. Das ist auch das, was ich vorhin so sagte, Qualität, die der Mannschaft genommen wurde, ohne Not. Ich hätte halt Kobylanski, für mich ist das ein Stammspieler, für mich gehört er in diese Mannschaft. Ja, okay, es gibt Probleme vielleicht im Zusammenspiel mit Kroos, aber dafür haben wir einen Trainer, der das hätte lösen müssen. Für mich ist halt, wie gesagt, ein Grund für diesen schlechten Tabellenstand und für den wahrscheinlichen Abstieg, dass er es nie geschafft hat, den Kobylanski da zu integrieren. Weil immer, wenn er da war, war auch Musik im Spiel. Ja, es waren Chancen, es waren Torschüsse, es war mal irgendwo Bewegung, die gegnerische Abwehr wurde belastet und da war Fantasie auf dem Platz. Ja, natürlich ist es ein Spieler, der, das wurde ja auch, glaube ich, bei euch mehrfach in den Folgen auch gesagt, der nicht so gegen den Ball arbeitet. Ja, das ist noch so ein klassischer Zehner, der seine Wasserschlepper braucht. Aber okay, sei es drum. Ich fand halt, dass wir mit dem Mann eine unheimliche Qualität hatten. Auch ein großes Überraschungsmoment. Ja, der hat auch mal abgezogen aus der zweiten, dritten Reihe, wenn der Torwart nicht mitrechnete. Und hat einem viel Freude gemacht auch, ne? So als Zuschauer. Und ich fand das sehr, sehr schade, dass er dann immer nur noch so ab der obligatorischen 70. Minute kam, wenn die Messe eigentlich schon gelesen war. Ja. Und dann durfte er sein Trikot nochmal so über den Platz tragen. Und man muss halt sagen, wie gesagt, wenn ich so einen zum Kapitän mache, dann muss ich den als Trainer auch stärken. Da geht es ja auch um Mannschaftsgefüge, um Hierarchien, ja, etc. Und ich fand, wir hatten einige Leute, so Nicolaou, ein Kroos, ein Kaufmann, die waren so alle auf einer Ebene, so sag mal so kleine Häuptlinge, ja, aber es fehlte so ein bisschen der Chef da auf dem Platz. Und das hätte ich mir, diese Rolle, die hätte ich dem Kobylanski schon zugetraut, wenn der Trainer ihn gestützt hätte, meiner Meinung nach.
Und dafür wurde er, glaube ich, eigentlich auch zum Kapitän gemacht, mehr oder weniger, halt, dass man ihm dieses Vertrauen signalisiert und dass man ihn halt in auch in so eine besondere Rolle, sage ich mal, ihm für ihn vorgesehen hatte. Mit, ich glaube, auch wahrscheinlich nicht als Einziger, wahrscheinlich auch neben Nicolau und Kurs und so, aber ja, ist halt wahrscheinlich ein Spieler, der das Vertrauen des Trainers ein Stück weit braucht. Und wenn du es ihm nicht gibst, dann ja, scheint da, dann ist es so eine Spirale, so dann so hat zumindest wahrscheinlich Meier gesehen, dass er sich dann komplett gegen ihn mehr oder weniger entschieden hat und jetzt am Ende ihn mehr, also bis auf jetzt Osnabrück und Würzburg gegen die Gegner, gegen die individuell schlechteren Gegner hat er ihn ja dann immer auch, wie gesagt, erst sehr spät gebracht, aber meistens hat er trotzdem noch Torchancen kreiert oder selber gehabt. Genau. Wo ist in Düsseldorf in der 87. Minute gekommen, einmal komplett unsinnig, aber schießt noch zweimal vernünftig aufs Tor. Mit auch Schüssen, also einmal der Freistoß, wo er halt fast noch ein Tor macht, weil der den Torwart eben überrascht, wie du sagst, kann auch kein anderer Spieler von uns. Oder einmal aus spitzen Winkel, wo auch niemand von uns sonst den Ball so vernünftig aufs Tor bringt. Das sind dann noch Qualitäten, die hat er. Und ja, wenn du als Abstiegskandidat so einen Spieler hast und das dann halt nicht versuchst, vernünftig einzubinden, das zu nutzen, was er mitbringt, auch mit dem, klar, mit dem Malus, den er anderswo hat, gegen den Ball arbeiten, mit ein bisschen Egoismus, den er manchmal hat, wenn er zu schnell selber den Abschluss tut, alles richtig, aber wie gesagt, der bringt halt trotzdem sehr viel mit, sehr viel technische Qualität, Selbstbewusstsein kann ja auch mal, ist auch oft was Gutes, Schlitzohrigkeit, und das, wenn du in der Lage, Situation bist wie Eintracht, ein ganzes Jahr lang Abschiedskampf spielst, dann musst du halt früher oder später das versuchen oder eigentlich die ganze Zeit, aber auch wenn es dann mit der Verletzung zwischendurch wieder raus sein muss und so, aber danach wieder versuchen zu nutzen, dass du halt diese Qualität, du hast halt nicht viel Qualität in der Liga im Vergleich zum Rest. Und die Qualität, die du hast, musst du dann halt versuchen auf den Rasen zu bringen und das hat man halt bei Kobi Lanski wochenlang nicht probiert. Und das ist dann halt eine ausgelassene Chance. Wir haben den schlechtesten Angriff der Liga und seinen schussstärksten Spieler setzen wir nicht ein. Irgendwie unlogisch. Auch dazu gehört vielleicht auch, dass Manni, weil ich seine besten Spiele gemacht hat, wenn Kobi Lanski auf dem Platz war, um auch wieder darauf zurückzukommen, dass ja Manni eigentlich so als die Granate da auch im Sturm auch von Meier bezeichnet wurde. Ich denke an die Spiele in Osnabrück, ich denke auch an das Pokalspiel gegen Hertha. Abdoulaye kam mir immer eine Etage stärker vor, wenn Kobi Lanski auf dem Platz war. Ja, ich denke mal, nicht nur, also gebe ich dir vollkommen recht, aber von dem profitiert halt jeder Offensivspieler vorne, ja, weil er halt einfach die Pässe schlägt, die Flanken schlägt und die Chancen kreiert oder die Chance zum zweiten Ball, was ich durch einen Pfostenschuss oder sonst was bringt. Und ja, also es ist einfach Bewegung vorne, ja. Also wenn du siehst, er ist nicht dabei, dann ist das ja wirklich, denkst du manchmal, du guckst da in Zeitlupe, also ist es nicht, ich möchte es nicht übertreiben. Aber es ist wirklich alles sehr, sehr statisch, ja. Und er reißt Löcher und er hat halt, ja, er hat halt so dieses Selbstbewusstsein und das ist ja mal so ein, eine schwimmende Grenze, Selbstbewusstsein und Arroganz, aber das brauchst du halt als Zehner, als Kreativspieler. Und damit kam der Meier nicht zurecht. Und das hat halt uns, gut, wie es jetzt schon ein paar Mal gesagt wurde, einfach unnötig geschwächt. Also ich habe immer noch dieses Spiel im Kopf, erste Pokalrunde gegen Hertha, wo er quasi im Alleingang einen Erstligisten zerlegt hat. Klar, andere Voraussetzungen und alles. Und das war halt Pokal und Hertha war jetzt auch noch nicht so drin und hat jetzt im Klassenerhalt gekämpft, sei es drum. Aber da hast du echt gedacht, wow, was für eine tolle Saison werden wir mit dem haben. Und wir haben ja auch noch irgendwo alle so ein bisschen gezittert, weil Transferfenster war ja offen. Wir haben ja gedacht, der wird uns noch weggekauft. So, ja. Ja, das war ja damals der Sachstand. Und dann quasi lässt du so einen Mann dann einfach mehr oder weniger versauern. Ja? Den bringst du nicht zu. Das ist kein Spieler, den du zur 70. Minute bringst. Ja? Der muss in der Startelf stehen. Ja, und das ist so einer, der braucht Zuckerbrot und Peitsche. Ja, der braucht noch so einen, vielleicht, ich glaube, so einen älteren Trainer braucht so einen Spieler, ja, der dann auch mal die Leine ein bisschen locker lässt, aber dann auch mal einzieht und sagt, pass auf, solange du deine Leistung bringst, ist das okay. Und wenn nicht, dann müssen wir hier mal wieder ein bisschen anziehen. Das ist halt oldschool, okay. Das ist halt, macht heute kein Laptop-Trainer mehr, aber ich fand es einfach schade. Weil er ist jetzt auch in einem Fußballalter, er wird 28. Jetzt, ja gut, wenn wir jetzt in die dritte Liga gehen, ist jetzt die Frage, ob er überhaupt bleibt oder karriereförderlich war das jetzt ja nun auch nicht, bei einem Absteiger oftmals auf der Bank zu sitzen. Wie gesagt,
Das ist eine Sache, die ich dem Meier da auch wirklich krumm nehme. Das muss ein Trainer lösen, sowas. Und da ist er halt gescheitert. Ja, kommen wir doch mal. Ich war auch sehr erstaunt. Ich kriege ja auch in Berlin mit, was bei Union Berlin so passiert. Ich habe mir mit Felix Groß wirklich wahnsinnig viel erwartet. Und ich war überrascht, wie still er auf dem Platz gewesen ist. Eigentlich ist er ja ein guter Spielaufbauer, direkter Standardschütze. Indirekter Standard ist ja nicht so unbedingt, aber direkter Standardschütze, wie wir gegen Sandhausen gesehen haben, ausnahmsweise. Ich war erstaunt und erschreckt, wie still er sich immer versteckt hat. Das mag mit dieser Geschichte zu tun haben, Ubi ist der Kapitän. Und ansonsten, wenn er mal wieder nicht spielt, wer ist dann der Boss? Und das war offensichtlich nicht klar. Ich hätte es mir von Felix Groß gewünscht. Das Problem ist, im Spielsystem, er wurde immer überspielt. Denn wir haben ja immer diese schönen langen Bälle gehabt und dann muss die Proschwitz festmachen und dann klappt das nicht und dann ist der Ball weg. Und eigentlich spielt man ja irgendwie durchs Zentrum und dann ist eigentlich Groß so der Ballverteiler. So hätte es sein sollen. Hat aber überhaupt nicht geklappt und das hat mich echt enttäuscht. Ja, kommen wir mal zur Zukunft. Glaubt hier irgendeiner noch, dass da am Wochenende noch was geht? Habt ihr noch irgendwie eine Resthoffnung oder sowas? Also, ich halte es für unwahrscheinlich, aber ist es halt nicht unmöglich, ich weiß nicht, wie der Hartmann, ich finde, ich kann den HSV nicht einschätzen erstmal. Da fängt es schon an. Für die geht es um nichts mehr. Die haben jetzt schon jahrelang bewiesen, dass sie jedes Jahr am Ende verkacken. Ich kann mir vorstellen, dass die komplett indisponiert daraus gehen und wir eine Chance haben, das Spiel zu gewinnen. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass die uns 6-0 wegklatschen. Und wir dann komplett untergehen. Da fängt es schon mal an. Das kann halt aber auch sein, wir gewinnen gegen die und das hilft uns nichts. Weil so wie wir Aue die letzten Wochen gesehen haben, sind die nicht Favorit gegen Osnabrück. Es sind schon verrücktere Dinge im Fußball passiert, als dass Aue auf einmal wieder anfängt Fußball zu spielen und dann gegen Osnabrück gewinnt. Ich sag mal so, zu 97% sind wir abgestiegen, aber 3% sind da, also ich mache mir keine großen Hoffnungen, aber ich sage, also ich würde nicht meine Hand dafür ins Feuer legen, dass wir auf jeden Fall absteigen, aber ich gehe trotzdem davon aus. Ich glaube, sie lassen jetzt noch Meier dieses eine Spiel machen, weil sie wahrscheinlich auch gesehen haben, dass jetzt so ein Werder-Effekt da nicht was bringen würde. Und dann trennen sie sich von ihm. Also er ist verbrannt. Ja. Ich glaube nicht, dass er irgendwie schon... Dass er gegen Hamburg auf der Bank sitzt, haben sie ja auch jetzt schon heute auf der Homepage veröffentlicht. Genau. Das ist anscheinend durch, genau. Und ich glaube auch, also es wird auch schon in den Medien gemutmaßt, dass er dann nicht, dass er dann entlassen werden soll. Das ist die Frage nur, ob man ihn jetzt vor oder nach dem Hamburg spielen lässt. Genau. Ja, denke ich aber auch. Es wird wie beim letzten Abstieg so sein, dass wir uns von vielen teuren Spielern trennen müssen. Es laufen ja auch sehr viele Verträge aus. Manche, die weiterlaufen, sind vielleicht auch nicht für die dritte Liga. Diakite darf, glaube ich, gar nicht mal spielen. Wie mit Abdullahi damals. Genau, wie mit Abdullahi. Und Thorstens Vertrag galt ja auch nicht für die dritte Liga, aber das war eine billige Lösung. Plötzlich war er dann weg und man musste ihm nichts zahlen. Das Problem ist, ich hoffe, dass sie ehrlich genug sind, die Hosen runterlassen und sagen, okay, Daniel Meier muss gehen und dann eine Lösung suchen, die nicht sonderlich teuer ist und zu Braunschweig passt. Also Christian Neidhardt von Rot-Weiß Essen. Genau, Christian Neidhardt. Kommt aus Braunschweig, ist Eintracht-Fan, hat in der zweiten Mannschaft von Eintracht gespielt. Ja, wird wahrscheinlich nicht aufsteigen, also geht zumindest los für Dortmund 2 da. Genau. Oh, nee, Essen hat 2 Punkte mehr, aber auch 2 Spiele mehr. Tabellenführer, hat aber 2 Spiele mehr als Dortmund. Ja, gut. Also wahrscheinlich steigt er nicht mit Essen auf, aber ist noch nicht durch. Das ist so jemand, der passt. Henning Bürger würde passen. Vielleicht jemand aus der Braunschweig-Familie. Es wird immer Kruppke genannt, der hat aber, glaube ich, keinen Trainerschein. Ich glaube, nur der U19 hat einen Trainerschein. Aber sowas wie Fitze, der hat jetzt auch nicht den Trainerschein, wenn ich recht in Erinnerung bin. Aber du brauchst Menschen, die sich irgendwie mit dem Club identifizieren, auf jeden Fall. Und keinen Analytiker von außen auch keinen... keinen steinalten Trainer, der nochmal abgreift mit seiner Erfahrung,
sondern wirklich der so die Braunschweig-DNA hat. Das brauchst du, der mit jungen Leuten arbeiten kann, denn wir werden auf junge Leute, preiswerte Leute setzen müssen und die motiviert sind. Und ja, im Prinzip wirklich ein Team, mit dem sich die Fans auch identifizieren können, denn die werden ja zurückkommen. Das halte ich für wichtig. Also bei dem letzten Punkt mit dem Team bin ich dabei. Ich will nur sagen, ich würde auch einen guten Trainer nehmen, der nicht von hier, also nicht die Braunschweig-DNA hat. Mir reicht jemand, der sich mit dem Job genug identifiziert, dass er weiß, was es bedeutet, für Eintracht Braunschweig zu arbeiten, auch wenn er von woanders herkommt und der einfach genug Ahnung hat. Ich würde zum Beispiel auch sehr gerne Uwe Neuhaus nehmen, der wird nur keinen Bock auf dritte Liga haben. Aber das wäre, glaube ich, zum Beispiel ein guter Trainer von außerhalb, der uns sehr weiterhelfen könnte. Aber sonst bei der Mannschaft bin ich dabei. Auch junge, hungrige Spieler wieder, die Bock haben, für Eintracht zu spielen, die was zu beweisen haben, die mit denen die Fans sich identifizieren können, das möchte ich auch sehen, das zweite, auf jeden Fall. Ja. Also als rationaler Erwachsener muss ich natürlich sagen, sind wir abgestiegen. Ich möchte jetzt aber als Eintracht-Fan nicht rational sein, sondern möchte ein naiver Träumer sein in dieser Woche. Und ich habe zwar mich sehr aufgeregt, wie alle anderen Eintracht-Fans, über das Würzburg-Spiel und dann natürlich auch, dass Osnabrück und Sandhausen dann auch noch gewinnen. In meinen Träumen sehe ich uns aber am Sonntag hoffentlich im Volksparkstadion höre den Kommentator bei Sky rufen, Tor in Aue, und sehe dann einen jubelnden Jan Hochscheid sich vom Osnabrücker Tor wegdrehen, die Arme in die Höhe gereckt, und dann hat er den in einer quasi mit dem Schlusspfiff die Niederlage verpasst, und wir semmeln irgendein abgefälschtes Ding dann auch noch in der Nachspielzeit da rein und gewinnen 1-0. Und dann sind wir in der Relegation. Weil wir sind jetzt seit vielen, vielen Wochen erstmals wieder in der Rolle des Jägers. Osnabrück sind die Gejagten, wenn man es jetzt so sieht. Die haben jetzt was zu verlieren. Bei uns ist eigentlich alles verloren. Aber wie gesagt, rational gesehen sind wir weg. Klar, das ist jetzt nur wirklich mit der Eintracht-Brille, mit der tiefblau-gelben. Aber ich werde Sonntag da sitzen, wie jeder Eintracht-Fan, wie ihr auch alle, das weiß ich. Werde die Daumen drücken, werde ein kaltes Wolters aufhaben und werde zum Fußballgott beten, dass er an dem Tag mal wieder ein Eintracht-Trikot anhat und uns irgendwie noch den Arsch über den Zaun zieht, dass wir zumindest in die Relegation kommen. Der Lübeck-Effekt. Ja, genau. Ich glaub, das Tor in Essen, nie vergessen. Ich war auch im Stadion da, das war... Ja, ich auch, ja. Ich bin gestorben. Wo wir minutenlang da gesessen haben und... aber ich meine, das ist doch so eine Eintracht-Geschichte wieder. Ja, wir sind weg, alles, wir blicken wieder in den Abgrund, neue Trainer werden diskutiert, finanzieller Ruin ist vorausgesagt und dann knallen wir Sonntag den HSV weg und die Ossis erledigen für uns Kühlschweine, tralala. Ja, hat leider, wir haben vor dem Kiel-Spiel auch geträumt, als wir dieses... Ja. dumme Ingolstadt-Spiel verbaselt haben, wo meiner Meinung nach der Klassenerhalt verspielt wurde. Und dann hieß es, na, wir holen Kiel einen Punkt und Fürth spielt und für uns und wer dann noch alles da war. Es lief halt wie immer, die anderen spielen nie für uns und wir haben Kiel sowas von verbaselt, was bis heute unglaublich ist. Das kann halt leider auch passieren. Es kann sein, dass der HSV befreit aufspielt und wir 2-6 verlieren. Aber dann wird der Trainer nicht weinen, weil er wird weiter Kaugummi kauen und sich wegdrehen. Ja. Und dann ist es eigentlich egal, wie Kühe Schweine spielt. Ich halte es tatsächlich für sehr wahrscheinlich, dass sie in Aue gewinnen, weil sie auswärts wirklich besser sind als zu Hause, was nicht schwierig ist. Und wir könnten vielleicht ganz gut spielen und einen Punkt holen, who knows, bestenfalls. Aber wir sind leider auf KSO angewiesen und deshalb klappt es nicht. Vielleicht hat ja Aue so einen umgekehrten Trainereffekt. Dirk Schuster hat sich einen gelben Schein geholt mit seinem Co-Trainer. Das macht ja jetzt die Coaching ja, der zweite Co-Trainer coacht die ja wohl am Wochenende. Vielleicht ein gutes Omen. Man muss sich ja jetzt an jeden Strohhalm klammern. Unser Ex Braunschweiger Samson, wir erinnern uns an den Knaller-Einkauf, hat seinem Coco-Trainer ja den Vogel gezeigt beim letzten Spiel in Düsseldorf. Das heißt, er hat einen unglaublichen Einfluss, dieser neue Coach, und ist unheimlich respektiert. Und wenn der dann brüllt, werden die Auer alle hören, wahrscheinlich. Aber vielleicht übernimmt Jan Hochscheid da so schattenmäßig insgeheim die Mannschaft für die Woche, weil er uns gerne helfen möchte. Ist irgendwie
der einzige in Aue, wo ich mir irgendwie Hoffnung mache, dass der da noch was irgendwie bewegen kann, weil der, also dem traue ich auch zu, dass er das für Eintracht machen wollen würde, weil der hier, glaube ich, immer noch Verbundenheit hin verspürt und der ist der Führungsspieler, so vielleicht motiviert er die zumindest, dass die halt nicht wie gegen Paderborn auf den Platz gehen, sondern, oder in Düsseldorf jetzt, sondern zumindest nochmal versuchen, ihr letztes Heimspiel zu gewinnen, weil ja, irgendwie muss man sich ja einen Strohhalm suchen, ne? Der Holtmann-Effekt. Ja, hätte der Holtmann, der hat es gesagt. Ja. Holtmann, ja. Hättet ihr dann ganz kurz, bevor wir in der Runde da jetzt weitergehen, wegen Wochenende, hättet ihr denn den Meier entlassen? Jetzt so Werder-mäßig? Nee, zu spät. Ich hätte es vorher okay gefunden, nach dem Aue-Spiel zum Beispiel noch, aber jetzt vor dem letzten Spiel, nee. Das ist mir Werder-mäßig. Da lässt du die Hosen runter und merkst, dass du einfach nur Panikmodus hast. Also Werder hat sich ja auch für mich komplett geoutet, dass die überhaupt nicht mehr wissen, was sie tun sollen. Also das ist ja halt kompletter Aktionismus eigentlich dann. Weil ein Spiel, potenziell drei Spiele, okay, mit Relegation, aber das ist zu spät einfach. Ja, es war ja so eine Diskussion, die lief ja auch damals, als wir das Derby zu Hause verloren hatten, damals im Februar. Da war das ja wohl auch relativ konkret gewesen, dieses Gespräch. Dann auch, soll es mit Meier dann zu Ende, soll die Saison mit ihm zu Ende geführt werden. Aber das ist eine Diskussion, die hat jetzt natürlich überhaupt keinen Wert. Ja, also das verlässt man mal gleich. Aber dafür werden sich Tobias Rau und Vollmann verantworten müssen, weil die haben zu Meier gehalten. Der Aufsichtsrat hat gesagt, Meier weg. Und die beiden, und das bei Vollmann wundert es mich jetzt nicht, weil er ihn geholt hat, aber Rau, der nun viel Einfluss hat, hat auch gesagt, ich halte an ihm fest, der ist ja nur noch ein bisschen mächtiger. Da hat er sich echt mächtig aus dem Fenster gelehnt. Ja. Das ist jetzt fatal. Und das nächste Problem ist, wenn wir das geholt hätten, ne? Der hätte ja noch schlimmer machen können. Wer weiß. Das stimmt. Boah, Vollmann selber nochmal. Das hatte ich eigentlich erwartet. Nach gestern irgendwie, dass du Meier rausschmeißt und Peter setzt sich selber da nochmal auf die Bank. Das und in der Original-Trainingshose damals vom Spiel gegen Wattenscheid, wo er da an der Seite abgelaufen ist. Kann sich noch ein Autogramm von Thomas Pioronek draufholen als Glücksbringer und dann. Heute vor 19 Jahren, also beziehungsweise jetzt schon gestern. Ja, aber tatsächlich, ja. Genau, schießt den Ball nach Wolfenbüttel, genau. Ja. Aber das nächste Problem ist ja, dass man anscheinend möchte, dass wenn Peter Vollmann ein Konzept vorlegen kann, dass man mit ihm weitermacht. In der dritten Liga. Und das denke ich mir halt auch so. Nee. Warum, das ist das nächste. Wir hatten, bevor Vollmann kam, auch ein Jahr lang keinen Sportdirektor. Wieso kriegen wir es nicht hin, einen vernünftigen Sportdirektor zeitnah zu verpflichten und müssen dann ein Jahr damals ohne Sportdirektor rumeiern und verpflichten dann einen TV-Experten von Magenta Sport. Ja, eben Martin, deswegen, der davor Peter ein Jahr Berufserfahrung als Sport für die dritte Liga ist. Er hatte davor ein Jahr Erfahrung als Sportdirektor und da ist er mit Holstein Kiel in die vierte Liga abgestiegen und wurde rausgeworfen. Das war Peter Vollmanns Vita als Sportdirektor, bevor er bei uns Sportdirektor wurde, sonst war er nur Trainer. Und er zeigt jetzt auch, dass er kein guter Sportdirektor ist. Warum kriegen wir es? Andere Vereine kriegen es hin, wenn die einen Abgang dieser Position haben, zeitnah jemanden zu verpflichten, der da schon mal in der oder einer ähnlichen Position gearbeitet hat. Warum können wir nicht mal einen vernünftigen, Marc Arnold hat damals bei Hessen Kassel das gemacht und dann haben wir ihn geholt. Weil es auch klar, er hat nicht alles richtig gemacht, aber der vom Prinzip her, warum kriegen wir es dann nicht hin, immer zu sagen, wir holen es von einem vernünftigen Regionalligisten oder von einem Drittligisten den Sportdirektor weg? Das verstehe ich nicht. Also wir haben jetzt, seit Marc Arnold jetzt weg ist, auch dann vernünftig, dass er dann weg war, weil der hat dann auch, ne? Aber wir hatten dann ja erst Vakanz und dann hatten wir jemanden, der offensichtlich nicht qualifiziert für diese. Also tut mir leid, aber ich sehe nicht, dass er irgendwie die Qualifikation hatte und ich sehe auch nicht, dass die Arbeit, die er jetzt geleistet hat, jetzt groß für ihn spricht. Also wie sind wir der einzige Verein, der es nicht hinbekommt, auf dieser Position eine nachvollziehbare Lösung zu finden? Weil andere Vereine brauchst in den Gremien, weil du ja Leute brauchst in den Gremien, die das fachlich beurteilen können, um dann entsprechend auch handeln zu können. Aber die haben ihn ja im Gegenteil vom Sportdirektor ja noch weiter hochbefördert. So, und lässt du halt keinen sitzen. Ja, guck doch mal an, ich meine jetzt, die haben jetzt saßen mehr oder weniger dreimal zusammen wegen Meier. Einmal, was Uli vorhin sagte, das war, glaube ich, Derby-Niederlage, dann kam noch die Niederlage in Bochum, das war vorm Regensburg-Spiel, da war ja mehr oder weniger klar, wenn Regensburg verloren geht, ist Meier weg. So, das war ja so ein bisschen das, was kolportiert wurde. So, da saßen sie das erste Mal zusammen, dann saßen sie nach Aue zusammen und jetzt saßen sie nach Würzburg zusammen. Dreimal saßen sie zusammen und immer wieder, Meier macht weiter.
Also ich glaube, da fehlt halt einfach mal so ein bisschen das fachliche Know-how und die Durchsetzungskraft, um einfach mal eine Entscheidung zu treffen und die dann nochmal durchzuziehen. Also ich glaube, ja, man hat schon insofern gelernt, dieser Fehler, Lieberknecht in dieser grausamen Zweitligasaison nicht entlassen zu wollen, weil die Fans sonst auf die Barrikaden gehen, das ist ja ein fataler Fehler gewesen, unter dem wir bis heute leiden, weil sie haben sich einfach nicht getraut, den zu entlassen, als wir wirklich einen schlechten Rückruf dachten. Und das wollte man sich nicht nochmal vorwerfen lassen und hat deshalb die dreimal jetzt in Frage gestellt, den neuen Trainer, und wollte es aber auch unbedingt richtig machen und alle Zustimmungen dazu haben. Und man wollte, das ist halt so Gremiendenken, man wollte halt den Mann im Aufsichtsrat, Tobias Frau, und natürlich den eigenen Geschäftsführer, wollte man nicht vor den Kopf stoßen, und hätten die Nein gesagt und hätten die Ja gesagt zum Rauswurf, wäre Meier rausgeflogen. Also sie wollten schon Aktionismus zeigen, weil sie sagen, das machen wir nicht noch einmal wie mit Totte. Aber sie waren sich halt am Ende nicht einig. Und die müssen sich wahnsinnig für ihn eingesetzt haben, Rau und Vollmann. Ich weiß nicht, warum. Vielleicht weiß jemand von euch das, aber das ist echt fatal, dreimal hinter dem Mann zu stehen, der offensichtlich nicht perfekt für die Mannschaft ist. Also ich glaube, gerade Vollmann scheint sehr, sehr überzeugt von Meier zu sein, und Rau wahrscheinlich auch, weil ich habe, also das, was du gesagt hast, war auch so in der Braunschweiger Zeitung zum Beispiel zu lesen, dass der Rest von aus den Gremien aus dem Aufsichtsrat, wo meinte, vielleicht mal Trainer wechseln, und die scheinbar so lange, so vehement gesagt haben, nee, dass sie alle anderen gesagt haben, ja, okay, dann halt nicht. Also so hat sich für mich immer zumindest zwischen den Zeilen gelesen, also ja. Aber wirklich auch die Frage, ob man halt jemanden in der Hinterhand hatte und so weiter, ne? Und gerade jetzt am Saisonende auch wieder mit Quarantänehotel wäre. Dieses Gremium ist ja auch relativ undurchsichtig. Wir gucken ja nicht in deren Köpfe, warum die sich für manche Leute entscheiden. Also warum die einen André Schubert gehen lassen, einen Aufstiegstrainer wie Antwerpen. Da kommen dann solche Sachen durch, wie dessen Auftritt gefällt uns nicht, wie er die Journalisten beschimpft und so weiter. Das ist ja, ich meine, Antwerpen ist nun mal Antwerpen, das ist kein Diplomat, aber er war erfolgreich. Dann lieber so einen schönen Redner wie Meier, der ganz toll redet und analysiert und alles erzählt, im Gegensatz zu Totte. Er erzählt alles, was er vorhat, und stundenlang kann er referieren. Das ist natürlich auch ein gutes, positives Bild. Es ist leider nicht erfolgreich. Ich glaube, man hat so eine Image-Idee von einem Menschen, der die Eintracht repräsentiert nach außen. Das ist natürlich auch Aufgabe eines Aufsichtsrats, eines Präsidiums, dass man Außenwirkung beachtet. Und das wird wahrscheinlich zu sehr beachtet. Und Image generell, und ob der sich gut verkauft und so weiter. Der Erfolg, geht leider nicht da unbedingt mit einher, und das sieht man relativ spät. Also ich persönlich war von dem Meier anfangs auch überzeugt, obwohl ich damals gesagt hätte, ich hätte mit Antwerpen weitergemacht. Aus dem Grund ganz einfach, weil für mich steht Eintracht für eine Eintracht, für einen Zusammenhalt, und der hat halt nun mal, egal unter welchen Umständen, ob jetzt pandemiebedingt, aber er hat halt den Aufstieg geschafft. Und er hat abgeliefert, und deswegen hätte ich ihm schon die Chance gegeben in Antwerpen. Okay, kam anders. Meier war mein erster Eindruck, okay. Ich hätte mir jetzt zweimal entlassen, aber in dieser Saison. Das war einmal nach Bochum, hätte ich noch rausgeschmissen. Und jetzt aber spätestens nach dem Aue-Spiel, weil es sich da auch zeitlich angeboten hatte, weil wir die Pokalpause hatten. Da hätte ich gehandelt. Und das ist meiner Meinung nach, da wurde der Zeitpunkt einfach verpasst, von der Vereinsführung da zu handeln. Und wenn ich dann immer erst suchen gehe, sondern wenn es unvermeidbar ist oder einen Trainer einfach mangels Alternativen der im Amt lasse, das ist eine Bankrotterklärung. Ja? Da geht es ja dann auch darum, eine sportliche Führung, die muss dann auch einen Plan B, was die Trainerposition angeht. Ja, es geht ja nicht nur um Spielertransfers, sondern auch dann um die Trainer. Muss einen Plan B in der Hand haben und schon mal lose Kontakte in der Hand haben, dass wenn man gezwungen ist, den zu feuern und dann nicht dastehen und sagen, okay, es geht nicht mehr weiter, aber ich habe jetzt keinen anderen Kandidaten, deswegen lasse ich den jetzt hier weitermachen. Also gut, die waren von überzeugt, aber da hätte halt, wie gesagt, die Vereinsführung klar reingrätschen müssen, oder sagen können, nein, den zweiten Fehler machen wir jetzt nicht nochmal nach Lieberknecht damals 2018. Wir haben jetzt die Pokalpause, wir handeln jetzt, und der Meier wird entlassen und wir gehen mit einem anderen Mann da rein.
möglichst einen mit Stallgeruch irgendwo, der jetzt sich nicht lange einarbeiten muss. Und gut, der Zeitpunkt wurde meiner Meinung nach halt verpasst. Und das ist halt das, was ich jetzt für die Zukunft, ich sehe für die Zukunft schwarz, ich glaube auch null. Also ich habe noch weniger Erwartungen als jetzt gegen Würzburg irgendwie, dass wir am Wochenende noch irgendwas reißen. Es wird nicht passieren, dass wir irgendwie uns retten werden. Und wenn wir uns in der Relegation retten, habt ihr vielleicht meine Meinung schon mitbekommen, die Relegation ist für uns direkter Abstieg. Ich glaube nicht, dass wir in zwei Spielen gegen die Mannschaften, die da auf uns warten würden, dass wir da noch irgendwas reißen können. Und dann fängt das ganze Dilemma wieder von vorne an. Dann wird Montag vielleicht Meier entlassen. Dann darf Peter Vollmann sich nochmal 2 Wochen überlegen, wie er sein Konzept für die dritte Liga gestaltet. Und bis dann irgendwann das alles durch ist und dann vielleicht entschieden wird, ach, Peter Vollmann ist doch nicht tragfähig für die dritte Liga, was eindeutig so ist, meiner Meinung nach. Dann suchst du erst wieder einen neuen Sportdirektor und dann suchst du wieder einen neuen Trainer und dann kannst du die Mannschaft zusammenstellen. Und dann ist wieder, dann ist schon wieder 1. August. Wir wissen alle, wie die Abläufe bei unserer Eintracht laufen. Es zieht sich und zieht sich und zieht sich. Aber es ist auch genau, ich befürchte sogar, dass sie so dämlich sind und denselben Scheiß machen wie mit Arnold, dass sie Vollmann erstmal schön den Kader zusammenstellen lassen und dann schön hier zum 31. August, wenn die Transferphase zu ist, Fenster zu ist, komm, jetzt kannst du gehen, Peter, du bist doch nicht der Mann für die Zukunft. Das traue ich den handelnden Personen zurzeit leider zu. Und das ist traurig. Ich meine, als Eintracht-Fan hat man wirklich keine Erwartung. Du weißt, unsere Primetime war. Wahrscheinlich für lange, lange Zeit war diese eine Saison Bundesliga das absolute Highlight. Du wirst nie international spielen, geschweige denn Pokal gewinnen oder irgendwie Meisterschaft sowieso nicht. Das hat sich sowieso auf Jahre, auch für Bundesliga-Vereine erledigt. Jahrzehnte. Jahrhunderte. Das Einzige, was wir noch haben, ist wirklich so der Zusammenhalt, eine Identifikation mit der Mannschaft, mit dem Verein, dass da wirklich 11 Jungs auf dem Platz sind, die sich den Arsch aufreißen für uns. Und wir uns auf den Rängen auch den Arsch für dich aufreißen. Und das ist nicht nur Corona-bedingt. Auch klar, weil wir nicht hin können, ist das alles noch verstärkt. Aber auch ohne Corona ist das zurzeit alles verloren gegangen. Ich habe überhaupt kein Gefühl für irgendwen, also wirklich, ja, sie ist der Einzige, dem ich da irgendwie zutraue, von denen, die jetzt am Sonntag auf dem Feld standen, den wirklich, ich meine, er hat doch die Klinsmann-Tonne da weggelatscht nach dem Spiel, dem traue ich als Einzigen zu, dass da irgendwie Herzblut bei ist. Die anderen, die sind Benny Kessel auch noch, ja. Aber die anderen, ey, die sind alle Montag, Dienstag verschwunden. Wenn der Abstieg besiegelt ist, sind die ganzen gestandenen Zweitligaspieler, die wir jetzt frisch geholt haben, sind weg. Und ich befürchte auch, dass du in dieser Saison die ganzen jungen Talente, die du hast, vergrault hast, weil die einfach null Spielzeit hatten. Ob das Jari Otto war, der mal zu 80 Minuten eingewechselt wurde, Leon Bürger, der überhaupt keine Rolle spielte, Kubusovic, der überhaupt keine Rolle gespielt hat. Die wurden ja gar nicht weiterentwickelt. Eben, die wurden überhaupt nicht weiterentwickelt. Die haben sich alle zurückentwickelt. Guck mal, Entschuldigung, wenn ich hier ins Wort falle, aber Jari Otto, ja, in dritte Liga, das eine oder andere wichtige Tor auch am Anfang der Saison, ja. Zweite Liga. Und deswegen sagte ich vorhin, ja, den hätte ich mir mal gewünscht, dass er den bringt, auch dass er auf den baut, dass er den weiterentwickelt, aber ja, Pustekuchen. Eben, genau das. Also ich habe einfach die Angst, dass du auch diese Spieler vergrault hast. Was, ich weiß nicht, ob das stimmt, was es gestern in der BZ stand, dass 11 Spieler wohl irgendwie einen Vertrag für die dritte Liga haben. Aber kaum Stammspieler. Eben kaum Spiel. Ne, Bratmann meinte ja letzte Woche noch das Korsett. Ja, was ist denn das für ein Korsett? Das, wie ich letzte Woche sagte, das sind am Ende die Spieler, die kaum Spielzeit hatten diese Saison. Wie sind denn das Korsett für die dritte Liga? Also bitte. Ich sehe da echt schwarz. Ich habe zurzeit sehr, sehr, sehr wenig Hoffnung. Ich sage auch, ich mache auch wirklich meine Dauerkartenkauf. Mache ich abhängig davon, ob Peter Vollmann da noch am Ruder ist, wenn der weiter da rumstümpern darf. Ich meine, die können nicht jedes halbe Jahr kommen, ja, wir sind klamm, das Geld ist knapp, wir müssen sparen. Und dann so einen Kandidaten wie Peter Vollmann da einfach, was wir ganz am Anfang beredet hatten mit Guido Burgstaller und solche Fantasien, und einfach nach Torschützenliste irgendwelche Spieler verpflichten und das Geld rausschmeißen. Dann kann es noch nicht wenig genug Geld sein. Dann habt ihr noch zu viel, wenn ihr euch das leisten könnt. Und dann muss ich das mit meiner Dauerkarte nicht noch unterstützen. Oder mit sonstigen Soli hier, Spenden da und hier noch ein bisschen Merchandise oder was weiß ich. Dann macht euren Job verdammt nochmal. Fangt die Fans wieder ein. Die Fans sind dabei. Ihr verliert die Fans einfach. Also,
alles, was im letzten Jahr passiert ist mit Kommunikation, wir hatten das hier jede Woche. Es wurde eigentlich, es fand keine Stadt, man musste alles tausendmal nachfragen. Irgendwann hat man dann mal eine Antwort bekommen, dass hier die Wall of Fans war, auf die wir immer noch warten. Ja, die wird dann gemacht, wenn die Fans wieder da sind. Alles verständlich, aber da muss auch zehnmal nachgefragt werden, bis sich irgendeiner vom Verein mal gemüßigt fühlt, darauf zu antworten. Und das aber wenn die HSV-Fans sich beim NDR auf Facebook beschweren, dann gibt es vor dann nicht einen Tag einen Stellen und einen Christoph Warten. Also wirklich. Stellungnahme, richtig Stellung. Bitte, also erstmal HSV-Fans, bitte kümmert euch um euren eigenen Scheiß. Man muss jeden Scheiß zu witzig, zu wichtig nehmen. Und der muss auch bitte Christoph Bratmann da nicht irgendwie auch noch drauf reinfallen in Häkchen und da noch irgendwie eine Stellungnahme abgeben. Also bitte, das ist doch lächerlich. Ja. Das ist halt das Ding. Wenn wir ganz kurz zum Präsidenten, weil jetzt gerade der Name fiel. Ich meine, der Fisch fängt immer am Kopf an zu stinken. Ja, ich meine, der Präsident ist ja erst seit Oktober im Amt. Ich gebe auch zu, ich bin ja auch Mitglied, ich habe den auch mitgewählt, bin aber immens enttäuscht. Ja, also dieser Mann ist eigentlich nur zweimal in Erscheinung getreten. Das war einmal bei der Stellungnahme, wo die Ultras vom Derby da das Stadion in Anführungsstrichen gestürmt haben oder halt sich auf kuriose Art und Weise, so formuliere ich das jetzt mal, der Zutritt verschafft haben, wo er dann auch eine Stellungnahme gebracht hat. Und jetzt diese NDR-Geschichte da. Also ich erwarte von dem Präsidenten schon, gerade dem Präsidenten von Eintracht Braunschweig, dass er mit Herzblut vorweggeht und dass er kommuniziert. Und gerade in den schwierigen Phasen, wo er merkt, dass der Verein und die Fans sich voneinander entfernen, gerade jetzt pandemiebedingt, aber durch Spielergebnisse, durch das Auftreten von handelnden Personen, dass er in die Öffentlichkeit geht, dass er kommuniziert, dass er wirklich alles dafür tut, dass wir wieder eine Eintracht sind. Und zweimal so Pressestatements, ja, in der Saison, das ist mir einfach zu wenig, ja, oder dann einfach mal irgendwo auf der Tribüne sitzen und sich mal kurz von der Kamera einfangen lassen gegen Würzburg, das ist für mich kein Präsident, also da bin ich maßlos von enttäuscht und aber wenn so eine Leute da in der Vereinsführung rumlaufen, dann wundert es mich auch nicht, dass ein Peter Vollmann bei Guido Burgstaller anruft, dass die da weiter dümpeln. Also ich möchte Leute, jetzt werde ich vielleicht wieder ein bisschen emotional, naiv und tralala, aber die Eintracht ist für mich Leute, die mit Herzblut dabei sind. Ja, die, für die das mehr ist als nur ein Fußballverein, ein Zusammengehörigkeitsgefühl. Und was mir wirklich jetzt wirklich sehr, sehr wehtut, ist, auf der einen Seite wirklich schön, und es freut mich für alle, dass jetzt die Pandemie Licht am Ende des Tunnels ist und dass viele Vereine jetzt ja, kommt aufs Bundesland drauf an, jetzt schon wieder diskutieren, sogar am letzten Spieltag, dass da wieder Fans rein können. Ich sag mal, man kann mutmaßen, zum Beginn der neuen Saison werden die Stadien wieder besucht, können die wieder besucht werden, denke ich mal. So, wo sind wir dann? Wir haben die geilste zweite Liga aller Zeiten dann, mit den Absteigern aus der ersten Liga und Aufsteigern aus der dritten Liga. Fans sind wieder im Stadion und wir dümpeln wieder irgendwo beim Magenta Sport rum. Gegen Freiburg also das wirklich, also diese Zweitligasaison jetzt hier, die wird in 10, 15 Jahren, da wird sich gar keiner mehr dran erinnern können, dass wir mal in dieser Saison in der zweiten Liga gespielt haben, weil die so farblos war. Erstmal geprägt von diesen nicht handelnden Personen und dann dieses Auftreten der Mannschaft und dieses Entfernen von den Fans. Und das tut mir einfach weh. Das ist jetzt wirklich nicht die Eintracht, für die ich mich begeistert habe oder für die ich mich eigentlich begeistere. Das ist jetzt irgendwo einfach nur noch so momentan so 0815 Zweitliga-Verein wie dann auch. Der Oldschool geführt wird, wie man jetzt an Bratmann sieht, der halt sich zwar auf Facebook auch mit Menschen befreundet, aber da gibt es gar keine Interaktion, wie es ein normaler Verein macht oder ein moderner Verein machen müsste, der auf ein modernes Scouting verzichtet, was ich ein absolutes Unding finde, und die Torschützenliste heruntertelefoniert und nach alte Lex Stanke, der dann immer früher schon gesagt hat, also bei Braunschweig kann man ja immer gut Geld verdienen. Das ist natürlich wirklich sowas von Oldschool, einfach mal noch ein Tausender mehr draufzulegen zu einem Menschen, der einen Namen hat und nicht zu investieren in Infrastruktur, Scouting, einfach Leute anschauen, die man vielleicht dann auch mit Gewinn verkaufen kann, wie es ja andere Vereine auch machen, und dadurch sich eine Existenz aufbauen. Es gibt ja Vereine, die das sehr erfolgreich machen. Man vergibt sich da eine Verdienstmöglichkeit, eine sportliche Entwicklungsmöglichkeit und führt den Verein wie aus dem letzten Jahrtausend. So funktioniert das nicht. Ja.
gehe ich auch ganz drauf. Interessant, ja, auch in dem Zusammenhang, wo es jetzt gerade so aus dem Thema Geld geht, die Inhaber der Flexi-Dauerkarte, das ist ja vor der Saison, die sollen ja auch dann nur zum Ende der Saison angeschrieben werden, weil wie es damit eben aussieht, da wo der Verein vermutlich da auch davon ausgehen, dass ja jetzt doch mehr Spiele mit Zuschauern stattfinden können. Wo ich mal so ein bisschen befürchte, dass da die Fans, die sich diese Dauerkarte gekauft haben, eventuell so ein bisschen mehr ausgehen könnten, auch angesichts eines drohenden Abstiegs. Und es ist ja sogar schon das Wort Fananleihe, ist ja inzwischen auch schon mal laut ausgesprochen worden. Also es ist, ich finde es auf diesen Zeitpunkt relativ mutig gesetzt, da jetzt mal zu gucken, was eigentlich zu Geld angeht, zu dieser ganzen Bereich, geht da noch was bei den Fans, auch mal über das Übliche jetzt mal hinaus dann eigentlich, weil ich befürchte mal, da wird jetzt doch einiges abgewälzt werden auf die Zuschauer. Und das ist in dieser insgesamt etwas ungünstigen Situation, auch so aus Fansicht, dürfte das eventuell nicht auf große Gegenliebe stoßen. Ja gut, das wäre natürlich dann ein Knaller, ne? Also wenn du dann wegen den Flexdauerkarten, die betrifft das ja, klar, Soli ist ja was anderes. Wenn sie da viele Leute, klar, ich meine, jetzt viele Menschen oder die meisten von uns haben eine schwere Zeit allein müssen, sei es jetzt gesundheitlich, sei es beruflich oder durch andere Einschränkungen. Der eine ist besser durchgekommen, der andere weniger gut. Und wenn jetzt natürlich die Leute, die wenig Geld haben und da auch darauf gehofft haben, dass sie jetzt das Geld zurückgezahlt bekommen, und der Verein da einen Strich durch die Rechnung macht, aus welchen Gründen auch immer, das könnte dann richtig das Fass zum Überlaufen bringen, berechtigterweise. Ja, also ist es interessant, ist pure Kaffeesatzleserei, also das ist jetzt erstmal mal nicht verifiziert. Interessant ist, dass ja wohl auch sowohl der Vertrag mit Heyka als auch der mit der Volkswagen Bank Sponsoring-Verträge auslaufen und noch nicht verlängert sind. Ist ja finanziell vielleicht auch nicht unwichtig, was mit diesen Verträgen passiert. Also Heyka ist wahrscheinlich austauschbar, irgendwas, was mit VW zusammenhängt als Brustsponsor, und Volkswagen Bank, was ja auch schon ein langjähriger Partner ist, also 15 Jahre mindestens, wäre finanziell für den Verein auch wahrscheinlich sehr wichtig. Und wenn das nicht so sein sollte, ist halt die Frage, ob dann sowas wie eine Fananleihe kommt, weil ich kann mir vorstellen, dass das mit den Sponsoring-Verträgen gerade im Abstiegsfall zusammenhängt. Ja, auf jeden Fall. Ja. Ich bin dafür, dass Starnke wiederkommt und eine Taskforce bildet. Das hat damals schon so gut geklappt, 2006. Taskforce ist immer gut. Ja. Elf Spieler für 11 Liga. DFL, BTSV, überall. Organisierte Verantwortungslosigkeit. Ja. Hauptsache alle zusammensitzen und. Genau, das ist der deutsche Modus operandi. Wenn ich nicht mehr weiter weiß, gründe ich einen Arbeitskreis. Und wenn ich cool sein will, nenne ich Taskforce. Ja, ich würde sagen, wir machen langsam Feierabend. Wollen wir vielleicht noch tippen? Was glaubt ihr denn? Wie spielen wir denn gegen den HSV? Die Aufstellung ist jetzt eigentlich auch vollkommen. Ja, die Aufstellung ist. Ich habe mir extra eine ausgedacht, eine Aufstellung. Den ganzen Tag, bereite mich auf die Sendung vor. Ja, ihr seid hier sonst immer so eine Zahlen- und Daten- und Fakten-Bären hier. Und ja, Jussi ist ja heute nicht da. So habe ich es dann abgespeichert. Also, dann hau raus. Wenn du vorbereitet bist, dann hau raus. Also, jetzt werden wir richtig viele Freunde machen, weil das natürlich eine sehr, sehr gewagte Aufstellung. Also im Tor hinten Yasi. Hinten links hätte ich gerne den Ziegele. Diga, Kite und Behrendt in der Innenverteidigung. Hinten rechts Ben Baller, weil das ist eine Nebenposition, die er auch spielen kann. Im Mittelfeld Nicolau, Kroos und Wiebe. Dann davor Kobi und dann mit zwei Spitzen Manni und Kaufmann. Der hat ja am Anfang der Saison auch Stürmer gespielt. Das wäre gerne meine Aufstellung gegen den HSV. Und so möchte ich das gerne Sonntag haben. Ich merke, ihr seid alle begeistert. Ihr nehmt das so. Ich hoffe, Jörg Meier hört zu. Ich bin ein großer Fan von Ziegel, ist schon immer gewesen. Ja. Also wenn er so am Sonntag nicht aufstellt, dann nehme ich das persönlich. Also dann gehört er nachträglich nochmal dafür entlassen. Also mein zwischen Aufstellung und Anfang. Sonntag ist ganz einfach. Wir hatten damals einfach, wann war das gelegen hier? Als wir damals gegen Mainz abgestiegen sind, also 2003. Ein Tag später auf der Webseite war dann schon ein schönes Foto bei Eintracht kommen, das war noch so pro sozialen Medien. Da waren dann irgendwie so 12 Eintracht-Spieler, alle mit einem Blumenstrauß in der Hand, alle verabschiedet. Sowas würde ich mir eigentlich wünschen. Einfach die Leute, die alle gehen, alle auf den Platz stellen und dann wird so alle 10 Minuten wird einer ausgewechselt. Das wird dann so mit dieser
Sky-Kneifzange, da so einen schönen Plastik eingewickelten Blumenstrauß, da noch so an der Seitenlinie gereicht. Und dann geht noch hier so eine Steadicam hinterher und verfolgt dann den Spieler, wie er das Stadion verlässt und irgendwie die S-Bahn ohne Shuttlebus Richtung Stelling irgendwie sucht oder sowas. Das würde ich mir gerne angucken. Auch wenn wir dann am Ende nur 4 Spieler auf dem Platz haben, weil dann ja schon einige ausgewechselt worden sind. Also ich habe sportlich im Prinzip gar keine Ambitionen mehr, was das Spiel angeht. Das ist eine totale Ernüchterung. Das würde ich feiern, ja. Ich. Den größten Jubel gab es damals gegen Mainz und da habe ich mich echt fast geschämt. Der Trainer war ja Jürgen Klopp und die sind ja damals nicht aufgestiegen, weil Frankfurt ein Tor mehr gemacht hat beim 6:3. Und als das Ergebnis kam aus Frankfurt, hat das ganze Stadion gejubelt. Und Klopp hat ganz toll reagiert, ist zu seiner Mannschaft und hat ihr applaudiert. Das heißt, er ist um ein Tor nicht aufgestiegen und die hämische Eintracht-Fans haben sozusagen gejubelt, dass Mainz es nicht geschafft hat. Das war damals dieses unvergessliche Spiel. Werde ich nicht vergessen. Und ja, mit dem Blumenstrauß, das kann man ja auch machen beim HSV. Die haben ja auch nichts zu bejubeln jetzt. Ja. Übrigens, was ich interessant finde, ist, dass bei unseren letzten beiden Abstiegen aus der zweiten Liga, die am letzten Spieltag stattfanden, also 2007, wo wir Jahre vorher abgestiegen sind, mal außen vor, hat jeweils ein Spieler einen Viererpack gemacht. Also Benjamin Auer damals für Mainz und dann Leverenz für Kiel. Und das ist irgendwie, es gab glaube ich 15 Viererpacks oder so in der Geschichte der zweiten Liga. Und 2 davon gegen Eintracht und beide an dem 34. Spieltag, wo wir dann abgestiegen sind aus der zweiten Liga. Also Simon Terodde. Also ich glaube auch, wer auf Übertore wettet, ich glaube, da fallen viele Tore am Sonntag. Wie genau, weiß ich nicht, aber ich könnte mir vorstellen, dass der HSV auf jeden Fall häufiger trifft und wir vielleicht auch ein, zwei Mal, aber so ein 6-2 halte ich jetzt nicht für absolut unrealistisch. Also ich glaube ganz ehrlich, entweder wir gewinnen oder wir verlieren hoch. Es kommt einfach darauf an, welches Team wie indisponiert ist und welches Team wie indisponiert ist für mich. Also der HSV ist eine Riesenwundertüte für mich und Eintracht auch noch eine Wundertüte. Ich kann mir halt vorstellen, dass Eintracht auf einmal vernünftig ins Spiel geht, wie gegen Düsseldorf zum Beispiel, und das ausreicht gegen den HSV, der eigentlich halb im Urlaub, halb peinlich berührt wegen Nichtaufstieg und dann komplett auseinanderfällt, dass wir dann auf einmal einfach einen hohen Sieg holen, weil wir einen Gegner haben, der sich von vornherein auf den Rücken wirft einfach. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass wir halt Belastungssteuerung vom Trainer. Ja, natürlich die, ja. Oder ich kann mir aber auch vorstellen, dass wir jetzt komplett untergehen. Also ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir halt irgendwie entweder 4-0 gewinnen oder 6-0 verlieren, so ungefähr. Also ich glaube, verlieren es wahrscheinlich, ja. Die werden bei Sky jetzt schon aufnehmen, Tor in Hamburg, weil das so oft gerufen werden muss, da wird er ja heiser. Dann muss man nur noch einen Knopf drücken. Also realistisch gesehen, Sandhausen wird in Bochum verlieren, Osnabrück wird einen Unentschieden in Aue holen und uns knallt der HSV aus dem Volksparkstadion. Emotional, wie ich es vorhin schon sagte, Kubilenski wird in der Nachspielzeit einen Freistoß reinzimmern und während er jubelt, Tor in Aue, jubelnder Jan Hochscheid, der in der Nachspielzeit dann Osnabrück den Schlag versetzt hat und wir werden uns in die Relegation retten. Aber gut, das Erste ist realistisch, das Andere, naja, das kann man so nicht. So steht dann ein Mann mit Hängehosen und Händen in den Hosentaschen, Kaugummi kauen. An der Seitenlinie. Ja, sehr wahrscheinlich. Ja, meine Lieben, es war sehr schön mit euch hier. Das war jetzt anstrengend. Es war sehr anstrengend mit euch. Schön mit euch. Nee, anstrengend ist nur die Uhrzeit, aber das ist auch nicht so schlimm. Ich muss ja. Und die Eintracht, die ist auch. Und die die Eintracht. Also ich war Sonntag gar nicht so erregt. Gestern hatte ich mich so ein bisschen in Rage gedacht, denn als ich von der Spätschicht kam und die ganzen Nachrichten so durchguckt habe, was denn jetzt tagsüber bei Eintracht passiert ist, weil ich nicht viel mitbekommen hatte von den Nachrichten. Und heute ist schon wieder so, ich weiß auch, dass das bis zum Ende der Woche, dass ich irgendwie bis zum Sonntag 15.30 Uhr wieder sowas ähnliches wie Hoffnung entwickeln werde. Ja, das ist ja immer so. Das hatte ich auch gegen Würzburg. Das war mir eigentlich, ich hatte gegen Würzburg letzte Woche auch gesagt, ich glaube, es ist wahrscheinlicher, dass wir gegen Würzburg verlieren, als gegen den HSV, weil wir die so auf die leichte Schulter nehmen. Und ich hatte richtig Hoffnung vor dem Spiel, weil ich war richtig heiß. Und dann
kriegst du trotzdem wieder den Stecker gezogen. Aber so wird das gegen den HSV auch sein. Ich werde Sonntag 15.30 Uhr wieder vorm Fernseher sitzen, glauben, dass wir die Welt doch noch retten können. Und dann wird es wahrscheinlich doch nicht passieren. 75 Sekunden, dann kommt das erste. Genau so, ja. Und Facic scheißt wieder irgendeinen der Abwehrspieler zusammen. Und Meier steht da mit dem Rücken zum Spielfeld und diskutiert mit den Ersatzspielern. Sein Markenzeichen. Kaugummi, Rücken zum Spielfeld. Genau. Ich habe die Befürchtung, dass Yasi vielleicht sogar handgreiflich werden könnte gegen eigene Spieler, wenn die noch solche Böcke schießen, dann wird einer noch weggequatscht. Der arme Lasse Schlüter, wenn er dann unangespitzt in den Boden gerammt wird, wird er auch nicht verdient. Ist ja nur für die zweite Liga gestartet bei der roten Karte. Dritte Liga da natürlich, genau. Er sieht auch schon immer so ein bisschen eingeschüchtert aus, der Schlüter. Ich glaube, der hat auch immer so ein bisschen Angst. Von Yasi hätte ich auch. Ich glaube, das ist halt einfach eher so. Ja. Oh Mann. Ja, 0.54 Uhr. Ja, machen wir Feierabend und hoffen das Beste. Vielen Dank, dass ihr heute da wart. Ja, wir haben zu danken. Wir haben zu danken. Ich hoffe, wir sehen uns irgendwann nächste Saison nochmal im Stadion. Können das mal bei Victoria Berlin auswärts dann, ne? Auf jeden Fall. Wo spielen die denn eigentlich im nächsten Jahr? Haben die jetzt mit im Olympiastadion? Olympiastadion. Gut, da hast du ja genug Platz. Den kann ich auch unten sitzen. Mit Abstand. Nicht in der letzten Reihe wie letztes Mal, als wir bei Hertha gespielt haben. Nee, Berlin hat anscheinend zu zweit nur zwei drittligataugliche Stadien halt. Olympiastadion und Alte Försterei. Genau, so, Mommsen müsste man zu sehr umbauen und Olympia geht, da muss man halt mit der Miete gucken, wie das hinhaut. Ja. Aber und Jahn Sportpark hat ja eh keine Genehmigung mehr gerade. Jahn Sportpark wird aber leider abgerissen. Der wird abgerissen, hat auch aktuell keine Genehmigung mehr, weil man davon ausgegangen ist, dass der jetzt schon abgerissen wäre, wenn Pandemie nicht gewesen wäre. Poststadion wäre toll, hat jetzt auch Flutlicht, aber wird wohl, hat wahrscheinlich keine 10.000 und 1 Plätze. Ja, die Anforderungen sind ja eh lächerlich hoch vom DFB, ja. Auswärtsspiel in Köln gibt es dann auch, statt im Rhein-Energie-Stadion, dann bei Viktoria Köln. Aber gut. Naja. Und in Verl. In Regensburg schon wahrscheinlich nicht. In Verl. In Lotte. Wobei die spielen die in Lotte nächstes Jahr dann, ja. Ja, da war ich ja schon, das ist ja schön. Ja, in Lotte auf dem Acker war ich auch schon, ja. Ja, das ist Max Fitzner, toll. Also. Und vielleicht bleibt Uerdingen ja drin, das ist ja auch ein toller Verein, oder Türkgücü finde ich ja auch toll, eine lange Tradition. Ja, Freiburg zweite steigt auf. Ja, Olympiastadt ist natürlich nicht schlecht. Das ist ja, wenn wir da spielen, das wäre super. Das ist ja frei nächstes Jahr. Ne? Das ist ja, wenn Bayern zweite runtergeht und 60 eventuell rauf, dann können die. Aber nee, das soll ja umgebaut werden, wenn 60 raufgeht. Also 60 soll da auch in der zweiten Liga spielen, das erst mit Ausnahmegenehmigung, aber die wollen das umbauen, also modernisieren. Für 1860. Das sind wieder tolle Auswärtsfahrten. Duisburg, Kaiserslautern, Magdeburg, Mannheim, München. Ich weiß gar nicht, was ihr habt. Das ist doch toll, dritte Liga. Ja, in der zweiten Liga dann sind halt so langweilige Auswärtsfahrten wie Sandhausen und Heidenheim. Ja, und sonst und Annette Sattler statt Esther Sedlacek, okay. Ja. Kein die Klaus. Ja, zur ARD. Ja, die wechselt zur Sportschau. Ja, das stimmt richtig. Kein Klaus Feldmann mehr, das ist schon Gott sei Dank, Highlight. Gott sei Dank. Ich hatte echt befürchtet, dass der uns gegen Würzburg, weil sein Fable sind ja die bayerischen Vereine, weil Würzburg ist ja auch Franken eher, aber naja. Das ist das Regensburg-Spiel, was der für einen Scheiß geredet hat. Mein Gott, das Hinspiel in Regensburg. Gottes Willen. Das war schlimm. Als ob er der Pressesprecher wäre. Ja. Ja, Uli hat uns eigentlich viel Glück gebracht, aber gegen Würzburg nicht. Leider nicht. Der war... Ist auf unserer Seite eigentlich immer. Ja. Unsere Misere fing an, als Georg Dahlmann rausgeschmissen hat. Absolut. Ja, ja, stimmt. Das ist der eigentliche Grund. Georg Dahlmann, der saß immer mit Eintracht-Trikot hinterm Mikro. Das stimmt, ja. Ja, eigentlich ist Sky schuld. Ich sehe das auch so, ja. Deswegen können wir sie auch endlich kündigen. Das ist auch schön. Naja, also wir hoffen, dass wir uns nächstes Jahr irgendwo live begegnen können. Bei einem Spiel, wenn es im Eintrachtstadion ist oder auswärts. Auf jeden Fall. Und ja, dann für den Rest, wir hören uns dann nächste Woche, je nachdem, wie das hier ausgegangen ist. Gut gelaunt oder schlecht gelaunt. Aber auf jeden Fall hören wir uns nächste Woche wieder. Ciao, ciao. Okay. Ciao. Dankeschön. Ja. Tschüss. Danke. Tschüss. Ja.